war Vodafone. Jetzt muss es wieder gehen. Toll, jetzt habe ich das gleiche, wa? Ich habe aber keine verworfenen Frames gehabt. Mahmoud hat es kaputt gemacht. Seht ihr mich wieder? Was ist denn jetzt los hier? Scheiße, das gibt's ja gar nicht. Nein. Bin ich wieder aktiv? Komm, gib mir das Ding. Oh. Also ich kann Sachen reinstellen und wieder rausnehmen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. wir hatten ja heute flächendeckend Vodafone Totalausfall und ich denke, das wird damit noch zusammenhängen jetzt. Aber ich habe keine verworfenen Frames gehabt, nichts. Es ist einfach OBS. Ja, wir haben nichts mehr zu saufen. Ist aus? Ich habe etliche Dosen, du musstest doch... Oh nein, ich springe ins Feuer, scheiße. Dosen habe ich auch. Aber guck mal, es gab ein Patch, ne? Hier sind keine Sachen mehr drauf. Stehen da noch Sachen drauf? Wo drauf? Hier hat noch gar nichts drin, da. Hier ist doch das Medizinschränkchen, ne? Ja. Sobald ich da Sachen draufpacke... Doch, jetzt geht's. Aber ich hab dir gerade gesagt, ich kann auch Sachen hinstellen und... Ich habe vorhin aber Sachen draufgepackt und die sind jetzt nicht mehr... Die sind weggegangen. Hab ich dir gleich geklaut, die Packung. Toll, jetzt habe ich nämlich keine mehr. Ja. Wir haben komplette Störungen gehabt. Kein Internet, kein Telefon mehr. Nee, ja, wir auch, aber eben der... Das war eben komisch gerade. Der Cut. Aber ja, wahrscheinlich läuft das noch nicht ganz rund. Es wird wahrscheinlich noch nicht ganz rund laufen, also ihr könnt euch darauf einstellen, dass der Stream heute öfter mal abbrechen wird. Ich hoffe, das hält sich in Grenzen. Falls neue drin sind, falls ich rausfliege, dann erklärt kurz die Situation. Aber es sollte schnell wieder gehen. Also ich sollte schnell wiederkommen. Sowas brauchen wir jetzt eigentlich für die beschwerliche Reise. Wir brauchen unbedingt Medis. Und mal. Schnaps. Schnaps habe ich massenweise. Wir sollten da vielleicht ich kann gar keinen Schnaps mehr tragen. Ja, ich auch. So gehe ich jetzt erstmal vorne die Koffer aufmachen, weil wir Medis brauchen ganz viel. Du kannst ja schon mal Fleisch sammeln und anhängen. Medis, die ich überhaupt, die packe ich dann ins Regal. Kannst wir, haben so viel Fleisch. Also es ist eigentlich gut bestimmt. Sind die alle schon offen hier? Hast du hier schon hier hinten? Nee. Die sind alle offen, ich kann die nicht mehr aufmachen. Nee, ich auch nicht. War das ein schönes Standbild, ja, aber er sollte jetzt ja wieder funktionieren hier vernünftig. Es gab ein Patch, ne, die letzten Tage, oder? Lag nicht Flair im Wasser. Nee. Eigentlich schon ein Weilchen her im Patch. Also Performance, finde ich, ist besser. Irgendwas stimmt aber nicht. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Nee, hier liegt nichts mehr. Scheiße. Ja, dann müssen wir so da durch. Wollen wir es so wagen, ja? Aber ich fresse und trinke mich nochmal voll irgendwie. Ich habe noch dreimal Dynamit, drei Flares. Ich habe einmal Medizin, also eine Chance haben wir. Ich habe zweimal Medizin. Läuft es denn jetzt bei euch? So, Moment, ich muss kurz hören. Hallöchen auch an dich, Händel, und ein Knuddler an den lieben Medin und Senhofan. Knotencode kleiner als 3. Oh, schön, danke, Sera, danke für deine Donation. Knotencode hat er richtig ausgesprochen. Aber Händel und mein Name, ich bin Medin. Ja, schon wieder. Und Händel. Ah, wie lieb, danke. Oh, jetzt sind die Koffer zu. Ja, jetzt kann ich auch was rausnehmen. Toll, eine Uhr. Habe ich gerade wieder einen Schreck gekriegt hier. Selbst die Uhr klaut er mir noch aus dem Koffer, den ich aufmache. Also wo war ich stehen geblieben? Läuft es denn jetzt rund? Also ruckelt es irgendwie oder so? Keine Ahnung, wie gesagt, was das vorhin eben gerade für ein Hirnfurz war. Die Kabel. Ja, wir schaffen das schon. Da glaube ich auch ganz fest dran. Ich weiß ja jetzt, wo es liegt. Da sind eigentlich wenig Gegner und die hängen an der Decke, die Gegner. Das heißt, wir müssen da, wenn wir da durchschleichen, dann greifen die uns nicht an. Die Gegner hängen an der Decke? Ja, ja, da sind ein paar Gegner, da kann man aber, wenn man durchschleicht, greifen die einen nicht an. So, ich fress mich nochmal schnell voll. Da, die rufen uns schon. Boss! Was? Seit wann war der so laut, Alter? Oh. Die kommen. Ja, und ich esse gemütlich erstmal was. Ah. Bettengrün, aber ist egal, schmeckt trotzdem.
Ja, du isst ja immer gern mit Fleisch. Sind die Koffer alle zu hier? Komischerweise. Ist das auch noch zu hier? Hab nochmal Medi. Also ich habe schon wieder drei Medis hier. So, wollen wir los oder was? Ich speichere nochmal ab und dann können wir losziehen. Ja, auf geht er. Das hört sich an wie Mutti. Muddis Spielwiese. Das klingt falsch. Möchte nicht auf Muddis Spielwiese. Nee. Okay. Da sind aber auch Babys. Weiß ich nicht, eigentlich nicht. So wie ich das Video gesehen habe, sind da keine. Ach, die Babys, die machen ja nicht toll, ne? Die Der hatte wohl Schluck auf. Das kann sein, ja. Auch Kannibalen haben Schluck auf, manchmal. führe mich ans Ziel. So, wir sind jetzt da. Wir müssen. Jetzt muss ich mir mein tolles. Meine Karte hier angucken, irgendwie. Ich muss mir die mal andersrum drehen. Müssen wir erstmal zum Loch. Wir müssen rechts am Loch vorbei. Heißt, wir müssen. Okay, ich weiß wo. Du, Jo, folgen mir. Ja. So, am besten, wir nehmen noch wieder ein paar Stöcker mit. Falls wir gezwungen sind, da drin ein Feuer zu machen. Ich will auf alles vorbereitet sein. So, hier vorne müsste gleich jetzt der Teich kommen. Wo wird man dran saufen? Immer noch eins die eins. Stream-Mutti ist ja Anti. Anchi. Zweite Hälfte der Verlängerung, okay. Wird wohl auf den Elfmeterschießen hinauslaufen. Wo ist denn jetzt hier der scheiß Teich? Wir sind am Teich, wir müssen rechts am Teich vorbei. Beim ersten Etappenziel schon verlaufen, ja, das macht mir Hoffnung. Wo ist denn der Teich jetzt, von dem wir mal getrunken haben? Der muss doch hier sein, ne? Ne, viel weiter rechts. Also Ja? da hinten viel weiter, ja. Okay. Na? Das ist er nicht. Sind da Fische drin, oder? Haben wir Omi und Mami? Ja, genau. Ich brauche das Loch. Sonst. Oh. Hallo. Okay, ich lasse dich Ich wohl. aber. Ich nicht. Hau ihn doch nicht einfach, der kann doch nichts dafür, Mensch. Der hat auch eine Seele. So, das hat er eine Kelle Ist gekriegt. aber hart im Leben. So, hier ist er durch. So, und schon haben wir uns verlaufen. Ne, ich weiß noch wo. Werde den Weg finden. Ich glaube ganz fest dran. Siehst du, das Wetter bestätigt das auch. Er sieht, dass ich gelogen habe, weißt du, das auch gleich gedonnert. So, hier haben wir aber schon mal ein Dörfle. Guck mal, das ist doch das Dorf. Das ist das Dorf am Loch, glaube ich. Das Dorf am Loch. Erstmal hier randalieren ein bisschen. Nein, lass sie doch in Ruhe, Mensch. Die können doch nichts dafür. Socken für den Winter ist gut. Hier sind wir doch richtig. Da komm her, du. Echse, du. Ist die Echse in Ruhe? Das war doch hier vorne irgendwo. Du hast mich noch auf dem Schirm, ja? Ja. Da ist das Cockpit. Wir werden verfolgt. Ja, ist nicht schlimm. Da am See müsste. Hier irgendwo müsste es sein. Wir sind mitten in den Wald reingerannt, ne? Genau, hier waren wir hoch. Und dann mitten in den Wald rein. Und da kommt das dann. Okay. Lurch ich auf Ass, ja. Obwohl es ja gar kein Lurch ist. Ja, es ist ja ein Waran. Hier ist der komische. Klugscheiße. Ja, ich muss klugscheißen. Oh, komm, hier sind noch Koffer, die können wir noch mitnehmen. Ich wollte natürlich nur zu den Koffern hin.
damit wir noch ein bisschen was mitnehmen können. Medizin. Ja, siehst du, das ist wichtig. Noch ein bisschen Medizin kriegen. Und Geld und Stoff. Und hier ist noch so ein Speer. Will den Speer haben. Ich will keinen Speer. Doch, die sind gut, glaub mir. Die erweiterten Speere sind gut nachher. Die ja, kannst du ja selber erweitern. Aber ich glaube, das ist unsere Steinaxt besser. Für dich bleibt es ein Lurch. Ist schon so ein Lurch. Hier war das. Guck mal. Hier irgendwo gleich müsste das kommen. Oder? Ich bin letztes Mal auch einfach so dahin gerannt, ne? Ja. Ach man. Ich sehe schon wieder, wenn das nichts wird heute. Das wird was. Wir müssen nur diesen Spalt da finden, dann komme ich da auch rein. In den Spalt. Zeigt dir das wieder, was wird. Das sind nur die Leichen finden, die aufgespießten irgendwo im Wald. Schöne Caves Openings, genau, wie immer. Ja, wir sind gleich da. Die Richtung ist schon mal richtig. Wir sind geflüchtet auch in die Richtung. Dass er immer so ein Problem hat mit seiner blöden Ausdauer. Raucher. Das glaube ich auch bald. So, hier ist auch wieder. Mitten im Wald sind wir. Guck mal hier, das sieht gut aus. Oder auch nicht. Was ist denn da? Nächstes Mal weiß ich, wo das ist. Ja, wir hätten am Anfang diesen See finden müssen. Da hätte ich mich orientiert. Das war irgendwie falsch, wie ich gelaufen bin. Ach, Mensch. Ihr könnt das Loch am kleinen Fischsee nehmen, der direkt bergs zum Fluss runter. Es gibt drei Eingänge, glaube ich. Ja, werden wir gleich nehmen. Muss hier vorne irgendwo sein. War da ein See in der Nähe? Nee, das ist es auch nicht. Aber das ist diese Bergkette hier auf jeden Fall. Heißt... Ich glaube hier unten. Moment. Oh. Oh, hier ist doch was, oder? Nee, Quatsch. Nee, das sieht nur so aus. Aber dieser Mittelberg hier, das müsste richtig sein. Oh, hier noch Kisten. Ich gehe Kisten nochmal. Es laggt nur leider. Ja, wie gesagt, muss man F5 drücken. Dann sollte das wieder funktionieren. Ach, hier ist noch ein kleines Zeltlager. Warte mal, das ist richtig. Das ist richtig hier. Das habe ich in dem Video auch gesehen, das Zeltlager hier. So, und da müssten hier irgendwo hängen diese aufgespießten Typen rum. Und da direkt ist das auch schon. Warte, warte. Ja, ich hab's. Natürlich, ne? Also gar kein Problem hier. Muss mir nur folgen. Ja, folgst es so spannend machen, ne? Yeah. Hier ist die Höhle, ja. Ich hab's. Haben auch direkt ein paar Fledermäuse raus. Wir haben's gefunden, Leute, wir haben's gefunden. Wir werden das Katana kriegen. Ich komm. Ich glaube da ganz fest dran. Ein Spruch für Martin. Alle mir nach. Ich folge euch. Genau. Sollst du nicht die Kisten kaputt machen? Doch. Tollen Kisten hier. Da ist nichts drin. So, und drin in den Spalt, Leute. Tochter hat einen schlechten Traum. Ja, das kenne ich. Meine ist derzeit erkältet. Sind eigentlich alle erkältet, außer ich. Kommt der nächste Woche wahrscheinlich dran. Ja, wahrscheinlich, ja. Kennt man ja. Und die hat wieder zugemacht hier, die Idioten? Klingt leise, hört sich ja furchtbar an.
Weiß, ich kann auch einen Stock als Fackel nehmen. Brennt der Stock eigentlich länger, wenn man den als Fackel nimmt? So, wo waren wir jetzt? Ach, wir mussten ja hier durch, ne? So, und dann deinen komischen Weg nicht zu der Leiche, sondern wir wären jetzt gehen den anderen Weg. Welcher ist denn das? Der hier, ja, ne? Oh cool, unser Feuer ist noch hier. So, und der Weg hier. Toll, ist meine Fackel aus. Ist klar, wenn du schwimmen gehst, dass die ausgeht. Du drückst uns die Daumen, ja, wir werden's. Wir kriegen's hin, auf jeden Fall. Diesmal schaffen wir es. Brennt der Stock eigentlich länger als die Axt, wenn ich einen Stock als Fackel nehme? Die Axt ist immer relativ schnell aus. So, und dann müssen wir diesen komischen Bretterweg hoch. Nee. Und wenn, wir kommen jetzt, lass mich mal vorgehen. Wir kommen in eine große Halle. Und da hängen welche an der Decke. Da müssen wir unten lang schleichen dann einfach. Hier ist eine Lampe, können wir die nicht mitnehmen? Das wäre schön, ne? Warum können wir diese Lampe nicht mitnehmen? Ja. Du bist das Navi. Also hier sollten Gegner irgendwo sein. Ich sehe keine an der Decke hängen. Ich höre dafür irgendwas Größeres. Weißt du es auch? Mhm. Also wir sind hier nicht alleine. Oh Gott. Fuck. Da ist ein großer, ist da. Und da hinten ist, ja, ich glaube, da müssen wir dran vorbei noch. Wie wollen wir den großen jetzt killen? Mit Feuer. Feuer? Ja, ich versuche hier gerade hier oben hochzukommen. Ich denke, hier bin ich ziemlich sicher. Wo bist du hoch? Genau hier. Hier an der Schmeiße. Ah, nein. Schmeiße ich den dagegen, ey. Das habt ihr jetzt alle nicht gesehen. Oh, 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 oh. Okay. Bin oben. Da kommen noch mehr. Ich schätze mal, die werden hier hochkommen, oder? Wie viele sind denn das? Also? Was mache ich gerade im Spiel? Wir suchen das Katana. Das ist eine andere Kumpel hier. Die sind alle schon knusprig braun, das ist doch schön. Ämchen Gustav, Selbstbräuner, genau. Wo sind die denn? Ach, da hinten. Der gute Wodka. Der gute Borscht-Wodka hier. Ich hab meinen Fadenkreuz ist irgendwie weg, doch jetzt ist wieder da. Oh Gott, hau ab! Hau ab! Mach doch das Ding an. Alter, der lebt immer noch. Ich hab die angezündet! Seht ihr die? Die hatten die. Alter, was ist denn jetzt hier verbrannt? Hab ich auch. Die ist einfach verschwunden. Ja. Ist der, der ist tot. Wo ist denn der andere Kasper? Jetzt sind sie alle tot. Gut. Warte mal, ich will noch neue Alter Schwede, Molly-Party. Der Molly-Mann aus Moldawien ist wieder da. Sind doch sympathisch. Finde ich auch. Finde ich auch. Ja, ich will fix neue bauen. Würde mit denen auch eine Grillparty machen. Gar kein Problem. Ne, Ärmchen, der Ärmchen-Typ kann deinen Zaubertricks machen. So, gut. Oder als Karussell für die lieben Kleinen dienen. Muss was essen. Trink eine Cola. So, dann können wir runter, wa? Ja. So, und dann müssen wir diesen Bretterweg da, siehst du? Siehst du, er ist da, der Bretterweg. Und da kriegen wir jetzt unser Katana. Müssen, nee. Wir kriegen es endlich. Ja. Hol den Molly, Mann. Hier hoch, ne? Auf welchem Platz bin ich jetzt von den Streamern? Ich muss Platz 1 sein. Ich akzeptiere keinen anderen Platz. Ne, wir müssen immer den Brennerweg weiter. Ich wollte dich nur vorlassen, weil du der Navi-Mann bist. Der Navi-Mann. Ich bin der Navi-Mann. Aus Navi-Dalien.
renne schon wieder viel zu weit. Da hinten leuchtet irgendwas? Oh Gott. Da gehen wir einfach hin. Euer Lusch, Skills over 9000, ja. Gott, ich höre irgendwas. Wird Martin zum Ninja, mindestens. Da ist es. Hast du es? Ja. Hier hängen überall diese kleinen Schniedel an der Wand. Ich hab es. Ja. Ja. Wir waren letztes Mal, waren wir echt richtig, bloß wir sind den falschen Weg gelaufen. Oh, ganz viel Geld. Ganze Geldkoffer hier. Oha, ganz viele Uhren und so. Ich glaube, das war leicht illegal, was die hier gemacht haben, ne? Medizin, was zu essen. Oh, ganz viel Getränke. Die sind reich. Die sind reich. Ich brauche eure Almosen nicht mehr. Schnaps gibt's hier auch. Oh Mann. Aber er ist auch nett, dass er wesentlich seine Därme im Koffer packt und nicht die überall so liegen lässt. Hat er den Koffer gepackt? Ja. Ja, was soll. Ich find's auch nett, ne? Anständiger Junge. So muss das sein. Ja! Wie wurde der denn ja, das. Ich find. Es hat eigentlich was von moderner Kunst, ne? Ich find's gar nicht so schlimm irgendwie. Ja. Auf jeden Fall sind wir fett ausgerüstet jetzt. Das ist natürlich mega geil. Das Geilste ist, dass sein Handy auf ist. Ja, machst du das nicht? Nein. Ich finde das wunderschön. Wo bist du jetzt hin? Hinter dir. Also würde ich sagen, gehen wir hier erstmal wieder raus, oder was? Ja, hier ist irgendwie... Irgendwas höre ich aber hier. Hier ist mir irgendwie nicht geheuer. Hörst du das? Hm. Irgendwas ist hier, wenn wir jetzt hier weitergehen, irgendwas ist hier in der Nähe. Guck mal, hier ist auf jeden Fall noch zu. Willst du es echt wissen? Ich guck mal hier die ganzen Dosen auf jeden Fall, die müssen wir noch mitnehmen. Wollen wir hier mal reingucken? Guck mal, hier noch mehr Schnaps. Ach, Schnaps. Und irgendwie die Köpfe von denen. Und Wasser, was physikalisch unkorrekt fließt. Gott, wir haben das Tor nach Narnia gefunden. Achso, ich kann nichts mehr aufnehmen. Reich auf einer Insel, wo es keine Währung gibt. Na, vielleicht kann man ja mit den Mutanten verhandeln. Vielleicht sind sie ja ganz vernünftig, man weiß es ja nicht. Man hat es ja noch nie probiert. Ne? Ich denke, die sind ganz vernünftig. Kannst ja mal versuchen, wenn Dick Arsch kommt. Also wir haben den vergrößere ich seinen Spalt, das kannst du aber wissen jetzt. Zack. Jetzt brauchen wir nur noch unsere geile Axt. Ja. Das wird auch nochmal richtig lustig. Oder Taschenlampe. Aber erstmal will ich hier wieder raus. Taschenlampe wäre auch cool, ja. Aber erstmal müssen wir wieder als Ausgang nehmen wir unsere Basis. Da wollen wir gleich von hier aus weiterlaufen. Ich weiß nicht, ist mir egal. Hat es gelesen, was Sera geschrieben hat. Jetzt muss ich mal... Oh ja, jetzt sehe ich das. Platz 1 der Deutschen und überall Platz 3. Das ist schön. Yeah. Oh, ich bin falsch gelaufen. Ist falsch? Können wir da eigentlich gar nicht. Nee, geradeaus. Alles richtig. Hier ist die Lampe, die wir mitnehmen wollten. Und dann sind wir durch. Ja. Den habe ich nicht gesehen, den Weg, weil mein Feuerzeug aus war. Na komm, runter. Genau, man kann ja Bomben draus bauen. Sollten wir auch noch welche fertig machen, auf jeden Fall. Siehst du, da werde ich gleich mehr machen. Warte mal. Ich habe ja noch so viel Schnaps über. Eine Platine, ein Goldstück und eine Uhr, ne? Platine, ich werde das gleich mal ein bisschen verbauen hier. Goldstück sage ich noch dazu. Und einmal Schnaps. So, jetzt habe ich auf jeden Fall noch ein paar Bomben. Taschenlampe gibt es dort. Ist etwas versteckt hinter einer Holzwand in der gleichen Höhle. Hier gerade ein Tor. Ja. Taschenlampe gibt es dort. Hinter einer Holzwand. Aber jetzt hier, wo wir hier in diesem Abschnitt nicht, ne?
Und in dem anderen Abschnitt waren wir letztes Mal drin, glaube ich. Elfmeterschießen. Oh. Warte mal, hier vorne war irgendwo gleich ein... Siehst du mir ja nichts. Geh nochmal kurz rein hier, ein Stück. Die Taschenlampe wäre echt hilfreich. Ja. Hier irgendwo gab es so eine Holzwand, da kann ich mich dran erinnern. War auch gar nicht so weit weg. Oh Mann. Oh Mann. Waren wir hier echt drin in diesem Abschnitt? Was? Waren wir hier letztes Mal echt drin in diesem Abschnitt? Ich glaube. Kommt mir gerade irgendwie nicht bekannt vor. Ich will nicht hier unten sterben. Das. Achso, da sind wir durch auf jeden Fall, ja. Hier kommt doch Dicky schon. Dicky. Wir hatten uns doch vor Dicky versteckt. Ja, der kommt aber nicht weiter hier durch. Ich will nur gucken, wo hier irgendwo müsste hier noch so ein kleiner Holzverschlag sein. Da, hier ist ein kleiner Holzverschlag, guck mal. Und den haben wir nicht kaputt gemacht beim letzten Mal. Aber hier ist keine Taschenlampe. Ne, sieht jedenfalls nicht so aus. Doch, ich habe eine. Ich habe eine im Inventar liegen. Haben wir die schon aufgesammelt? Guck mal. Ja. Hatten wir die schon? Hä? Ich habe keine Ahnung. Immer cool. Dann haben wir die gestern, also letztes Mal schon aufgesammelt, oder? Weiß dann brauchen wir nur noch unsere Axt. Eine schöne Taschenlampe, hallo. Du bist schon wieder Turk. Wer bin ich heute? Ich bin dein weißer Master. ja. Da geht's auch noch runter. Oder sind wir da? Gott, wo sind. Nee, wir wollen nach Hause. Komm, raus hier. Nach Hause und dann. Einmal voll fressen und dann. Aber das halt ist falsch hier, ne? Angst holen. Nee. Genau, noch einmal voll fressen, ein bisschen was abladen. Und dann holen wir uns die Axt. Die moderne Axt. Und den. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir ins Loch und holen uns den Kletterhaken. Ja. Aber im Loch wird's interessant, Leute. Die Taschenlampe könnte auch mehr Licht spenden, finde ich. So doll ist nicht. Das hat eine Taschenlampe kein Flug. Oh, die Fledermäuse. Ich habe die abgeschlagen. Cool. Ist kein Flutlicht, aber trotzdem. Soll ich dich erwischt? Oh. Lauf! Lauf, Forrest! Na klar, hattet ihr die schon? Die hatten wir schon gehabt? Kann ich mich gar nicht dran erinnern, ernsthaft. Ich mich auch nicht. Wann haben wir die denn aufgesammelt? Die müssen wir beim letzten Mal, weil davor haben wir sie nicht gehabt. Gott, ist das mehr gruselig jetzt hier im Wald. Oh Gott, lass uns nach Haus. Oh Gott. Ich schlafen. Genau. Müssen wir auch warten, bis wieder Tageslicht ist, deshalb gehen wir schnell nach Hause. Nein, Batman, ach. Aber auf jeden Fall ist die schon besser als das Feuerzeug, die Taschenlampe. Ja, man sieht auf jeden Fall ein bisschen mehr. Kann ich mit dem Dings hier auch einen Baum fällen? Nö. Schade. Was ist das für ein Katana? Damit muss man auch einen Baum fällen können, hallo? Wie unrealistisch das für mich ist. Dafür holen wir uns ja jetzt unsere gute Axt. Genau. Und da gibt es auch noch einen Tennisschläger und sowas alles. Kann man auch noch als... Hast du gerade gezischt hier? Ich schneide mir den Weg frei. Das ist schon geil, ne? So ein bisschen. Zack. Ah, bin schon zu Hause. Ja, aber guck mal, man sieht den kleinen Kopf da oben ein bisschen leuchten. Das sieht aber geil aus, ne? Wenn das so ein bisschen angeleuchtet wird hier. Mhm. Machen Sie mal schön das Feuer an hier. Ich will das romantisch haben jetzt. Und ich denke auch, wir sollten diesen Doppelwall, den wir haben, den sollten wir auf der anderen Seite auch nochmal weiterführen. Nö. Meinst du nicht hier? Nö. Wenn die hier mal angreift, dann boxt sie uns den Turm kaputt. Meinst du? Wenn sie da mal angreift, ja, auf jeden Fall. Da kommt sie durch.
Die Lampe hält nicht so lange. Ach so, ja, wegen Batterien, ne? Wir haben gar keine Batterien. Wir sollten. Sollten die mal nicht so lange anlassen. Da haben sie recht. Oder war es Batgirl? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich hab noch ein paar Packungen. Nächstes Mal untersuche ich die Fledermaus. Und achte auf ihre Geschlechtsmerkmale. Widerling. Ein bisschen. Ist ja auch nicht schlimm. Ne, wenn wir hier schon unsere Tierkopfsammlung haben. So ein ich will so einen Alligatorkopf noch haben. Und ein Reh und ein Waschbär. Uns fehlt noch ein bisschen was. Wildschwein fehlt uns noch. Das sind so die anderen Missionen, die wir dann auch noch machen. Alligator kommt direkt unterm Hai. Und dann kommen die größeren Tiere, werden dann hier aufgereiht. Da unter. Wie schön. Nein, ich habe kein Problem. Sagen wir, Feind. Achso, ich habe hier noch mein Vieh im Rucksack. Hä? Eben habe ich schon wieder einen rausgepackt, der auch schon wieder weg ist. Ist ein bisschen buggy hier, ne? Ne, jetzt geht's. Kann ich hier noch einen zwischenpacken? Ja. Wie viele will ich überhaupt mitnehmen? Oh, im Flug die Möwe erlegt. Nein, ein 3 mit. So, 1, 2. Komm. Sollten noch ein paar Getränkedosen hinpacken. Oh komm, die Polen müssen sich das packen hier. So, ich glaube, das reicht. Ein paar Dosen reichen. Die paar Snacks reichen. Ich habe noch ein paar Samen. Ich auch. Die können wir noch pflanzen, glaube ich. Ja, danke, Mami. Also, sag ich Mami. Ich sage ja Mami. Danke, Mami. Ja, die Basis fetzt, ne? Ich finde die ganz cool. Und hier wächst nichts. Ja. Die ist eigentlich ganz gut geworden. Nee, wo soll ich denn hinpflanzen, meine Samen? So, jetzt habe ich hier schon was reingedrückt. Achso, kann schon. Ich trotzdem noch, wie das aussieht. Weil wir brauchen diese Blaubeersamen. Ja, habe ich. Ich füll jetzt hier erstmal meinen Dings auf, meinen Sack. Ich gehe erstmal drin Medis und Brause verteilen. Ja, Medis habe ich 3 jetzt drin gelassen und Brause 4. Also für mich persönlich. Und den Rest will ich aufheben. Und mein Sack ist gar voll. Gar nichts für dich persönlich. Halt meins. Bitte, mein Kind. Ah. Du gehst jetzt schlafen. Wieso? Du musst wach bleiben. Du darfst nicht schlafen. Denn sind die Dinger ja voll geregnet jetzt hier, ne? Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Ach, mit dem Platzieren ist echt scheiße gemacht, ne? Dann schlaf gut, Skelex. Mit dem was? Mit dem Platzieren ist scheiße, ne? Ja. Das sieht doch geil aus. Wir sollten uns wirklich jetzt aber mal langsam so Molly-Rack hier hinstellen noch. Damit für ich welche, die wir Überschuss haben, dass wir die hier wirklich... Ich würde das hier ja, so dann, hinstellen, dann oder? Bau eins. Hier, in die Ecke, guck mal. Ja, warte, ich habe noch hier unsere Regalfolge. Wieso? Können wir auch draußen hinstellen, ne? Ich würde es hier drin machen, oder was? Oh, ist mega. Wenn Platz ist, mach. Ich gucke erstmal, genau. Dass wir hier haben wir auch noch eine Wand. Weil wir sammeln so viel auf und dann können wir das immer hier mitnehmen, weißt? So, wo war denn das Ding jetzt hier? Snackbar? Explosive Holder ist das, ne? Genau. Ach, das passt da nicht hin. Warte mal. Ja, bau mal. Ich hab hier Elfmeterschießen gerade. Muss andersrum machen. Was, Elfmeterschießen? Ja, ich hab hier im Chat Live-Übertragung vom Elfmeterschießen. Setz ich denn das Ding jetzt hin, Alter? Das ist richtig scheiße. Könnte ich nur versuchen, hier irgendwie ranzusetzen. Ich hoffe, wir kommen dann noch an unsere anderen Sachen ran. Da hinten passt es nicht? Achso, so groß ist das Ding. Kommen wir hier? Ach gut, dann kommen wir aber noch an unsere anderen Sachen ran hier, ne? Ja. Ja. Das passt. Ich hole ein Brett von draußen oder einen Stamm. Nee, ist kein Problem. Wenn du früh raus musst, dann musst du raus. Gar kein Problem. Können wir die jetzt einfach... Achso, müssen die aber in die Hand nehmen, oder was? Ja, einmal musst du einen in die Hand nehmen. Den Rest platziert er dann.
Können wir noch einen hin? Da, geht noch einer. Na, da wollte ich auch gerade platzieren. Gut. So, dann kann ich den Rest jetzt wieder verbauen, den ich noch habe. Zack. Zack. Okay, dann habe ich den noch dabei. Das ist auf jeden Fall geil. Ja, Polen hätte das echt verdient. So, das sieht doch gut aus. Würde ich nochmal sagen, wir speichern nochmal ab. Ah, das ist gerade auch hell geworden, ne? Ja. Jetzt muss ich gucken, wo diese Axt liegt. Moment. Moderne Axt D10. D10, das ist da. Heißt, wir müssen komplett. Okay. Okay, folge mir, ich weiß, wo wir lang müssen. Hast du alles? Ja. Oh, Polen hat einen verkackt, ich fasse es nicht, ey. Portugal gewonnen, scheiße. Ach nee. So, jetzt müssen wir hier hochrennen. Gucken. Sollte so passen, die Richtung. Ja, so ist das. So ist das. Da ist doch der See, ne? Das ist doch der See. Wir müssen aber viel weiter am See vorbei. Da ist in. Ja, das ist richtig. Wir sind auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Und dann müsste irgendwann zu unserer rechten kleiner Tümpel kommen. Oh Gott, hoffentlich haut er hin. Jetzt kommen vielleicht wieder noch ein paar Zuschauer. Die meisten haben wir wahrscheinlich jetzt noch gerade geguckt. Liest du den Chat wenigstens? Ja. So, Moment, hier kommt sowas wie eine kleine Erhöhung. Da müssen wir dran vorbei. Aber die Karte ist in dem Punkt ziemlich genau. Mal gucken. Ja, ist echt mies für Polen. So, und irgendwann muss zu unserer Rechten. Da ist ein Dorf. Moment, ist das Dorf. Wieso bist du schnell durstig heute hier? Ja, ist krass, ne? Warte mal, an dem Dorf ist doch ein See. An dem Dorf hier ist doch ein kleiner Teich. Was müsste das eigentlich sein? Stehen hier welche? Gott, was bauen die hier für einen Scheiß auf? Hier ist der Tennisschläger, glaube ich, oder? Nee. Das ist doch hübsch. Das sieht mies aus. Guck mal hier, die ganzen Dosen, stimmt. Die können wir auf jeden Fall wieder gebrauchen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ich hoffe, wir kriegen hier auf jeden Fall noch ein bisschen Medizin oder sowas. Mach auf, mach auf, mach auf. Bevor die Hausherren nach Hause kommen. Laurin, nicht! Was hast du gemacht? Nicht in Caps schreiben! Da ist der Nightbot ganz aggressiv. Alter, wie viele Dosen die hier haben? Haben die Vertrag mit Fanta oder sowas? Das ist krank. Die haben hier ernsthafte Probleme, glaube ich. War das hier noch zu holen? Gab's hier, ist das nicht das Dorf, wo du auch Dynamit gab? Ja, ja eigentlich hier, schon, ne? Hier ist es, wo ich bin. Aber ich kann schon gar nicht mehr tragen. Hat der Caps einmal wieder zugeschlagen, ja. Auf jeden Fall. Dynamit ist wichtig. Sehr schön. Das hier sieht auch schon interessant aus. Okay. Sind ja alle Geräusche verschwunden schon wieder. Ja, ist weg. So, dann kommen wir, wollen weitergehen. Du hast den Nightbot. Der Nightbot ist aber wichtig, der gehört dazu. Der macht Spam für mich. Ganz so wichtig. So, irgendwo hier müsste ein kleiner See oder sowas kommen. Sind wir hier oben auf der Plattform drauf? Irgendwo zu meiner Rechten müsste ein Teich kommen.
weiche nicht mehr aus, ich zerschlage jetzt einfach alles. Oder auch nicht. Hier ist jetzt... Warte mal, das ist richtig. Es ist richtig. Da sind wir da. Also muss ich jetzt hier weiter hochrennen. Verdammt! Rocks zu dem Flow. Grüß dich, hallo. Bist du auch neu, oder? Hier vorne. Das kommt mir auch nicht bekannt vor. Auf jeden Fall. Da Hasi. Wo ist denn dieser dämliche Teich? Jetzt sind wir hier oben auf diesem Hügel drauf? Scheiße. Warte mal, jetzt muss ich wieder auf meine dämliche Karte gucken. Müsste der Hügel sein. Boah. Irgendwie müssen wir da runter, glaube ich. Ist auch eine geile Möglichkeit hier oben drauf, ne? Ja. Das ist diese Bucht. Hier sind wir auf jeden Fall... Die Bucht ist sogar richtig. Wir müssen mal hier irgendwie runterkommen. Aber wie kommen wir hier runter? Der Platz ist ganz cool eigentlich. Runter? Einfach hier so die Felswand runter. So, bin unten. Okay, das geht ja ganz gut. Kurz den Nightbot bannen und alles ist okay. nee, der Nightbot gehört ja dazu hier. So, dann hier runter. Dann also willkommen. Rocks. Hier ist so ein Teich, guck mal. Ein Teich. Nee, das ist kein Teich, das ist ein Fluss. Der Fluss, warte mal, das ist der Fluss? Fluss am Meer. Ich habe keine Ahnung. Sieht aus wie, ja, so weit kann ich auf dieser Karte nicht gucken. Scheiße. Es ist echt pervers, nach dieser Karte zu laufen. Sind mir auch ziemlich klein ausgedruckt. Oh, hört sich das an, als wenn du hinter mir mit einer Peitsche stehst. Eigentlich müsste das umgekehrt sein. Ich müsste hinter dir mit einer Peitsche stehen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder bei den großen Seen angekommen. Ja. Und das ist völlig falsch. Wir sind jetzt, glaube ich, da ist der Fluss. Ach, so sind wir da. Moment, jetzt muss ich die Karte mal umdrehen. Wir gehen jetzt gerade... Muss gucken. Da sind wir. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt gar keinen Plan. Könnten da oder da sein. Ich weiß es nicht. Oh. Macht Spaß. War das gerade Werbung im Stream? Ja, das ist aber eine Sache, an der ich nichts verdiene. Da verdient nur Twitch dran. Leider. Wenn ich Partner wäre, wäre das, glaube ich, weg, die Werbung. Oder ich kann es gezielt machen. Aber eigentlich kommt das nur, wenn der Stream neu gestartet ist, ja? Eigentlich sollte das hier mittendrin nicht so passieren. Ich habe es auch immer nur vorher einmal. Vorher sollte einmal Werbung kommen, ja. Aber da habe ich rein gar nichts von. Jetzt gehen wir da wieder hoch. Oh Gott, wir haben Besuch. Wollen wir das gleich mal testen, unser Katana? Na, auf geht's mal, Platti-Hunde. Dann lass uns mal ins Loch rein, oder was? Ich will die Axt haben. Oh, viele. Oha. Oh. Hier oben haben wir Spaß. Alter Schwede. Die halten ja ganz schön was aus. Komm her hier, Mäuschen. Tittentina, los. Oha, also... Da habe ich doch lieber die Axt, muss ich sagen. Nee. Laurin, willkommen. Du hattest doch schon gefollowt, oder was? Habt ihr alle gedefollowt? Du bist doch schon länger dabei. War ein neuer Follower. Siehst du, das hat das Dings nicht funktioniert. Also Rocks zu dem Flow, danke für deinen Follow. Twitch Alerts hat es leider nicht angezeigt. Oder habe ich es nicht mitgekriegt? Eigentlich nicht, ne? War nur ein Test. Du hast Follow Sound, ja. Das, also manchmal backt das rum, da kann ich nichts für. Das ist einfach so. Manchmal ist das ein bisschen komisch.
Wie komme ich jetzt da hin? Wir brauchen diesen kleinen Tümpel, dann weiß ich, wie es weitergeht. Oh, scheiße. Ich höre ihn doch schon. Wo ist der Penner? Also, komm zu mir. Ja, ich habe mitgekriegt, dass es ein Test war. Ja, das tut mir leid. Also, wie gesagt, manchmal haut das mit diesem Sound absolut nicht hin. Da oben haben wir auch nochmal ein Dorf. Oh. Warte mal auf mich, ich muss mich hier schlagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lieber die Axt als das Katana. Du musst so schnell genug schlagen, dann kommen die gar nicht zum Zug. Du kannst in einem Angriff platt machen. Achso, schnell drücken. Ah, ja, ja gut, okay. Ich hab zu langsam gedrückt nicht, wahrscheinlich. Dann kommen die gar nicht zum Zug. Folgt seit 2 Minuten. Ah. Das ist gut. Jetzt finden wir bestimmt die andere Höhle ständig wieder. Wette ich. Die ist aber ganz in der Nähe von der Höhle. Warte mal. Ah. Ach, da oben ist die auch nochmal. Wir müssen zum Loch. Wir müssen zum Loch. Einfach zum Loch. Dann weiß ich wo. Die Axt gibt es in 2 Höhlen. Okay. Wir müssen jetzt nur zum Loch rennen, denn von da aus komme ich easy weiter. Oh. Also hier haben wir auch noch eine Höhle. Aber ich weiß nicht. Es ist nicht unsere Höhle, ne? Nee, ist eine andere. Wollen wir einfach mal rein? Wir gehen mal rein. Vielleicht ist das ja schon die Höhle. Twin King, hallo, grüß dich. Hast du durch die Arbeit verpasst, ist ja nicht schlimm. Die Taschenlampe. Ja, stimmt, wir wollen die Taschenlampe haben hier. Ach so. Ein paar Batterien habe ich noch. Oh Mann, ist aber sehr dunkel hier. Müssen die Taschenlampe bündeln irgendwie. Du hast Blut an deiner Hose. Besser als Blut im Stuhl. Ja, wer weiß, wo das Blut an der Hose herkommt. Oh Gott. Hallo. Ist das nur einer, ja, ne? Ja. Zack. Das ist schon geil, ne? Also wenn du schnell bist. Du musst halt die Geschwindigkeit nutzen von dem Ding, ne? Oh, mach ihn. Alles klar. Ja, dann ist das gut, das Teil, ne? Dann passt das auf jeden Fall. So, ich weiß, die Axt liegt auf einem Vorsprung. So, wie es schon richtig war. Ich glaube, die Höhle kommt mir auch bekannt vor hier. Hier waren wir auf jeden Fall auch schon drin. Es könnte die richtige sogar sein jetzt. Ich weiß, wir mussten irgendwie hoch oder runter klettern und da irgendwo auf dem Vorsprung lag die dann. Guck mal hier, hier geht's runter zum Beispiel. Wo bist du? Ach, ich weiß, was das ist. Hier war ich mit Sie nochmal drin. Geh mal runter. Ich glaube, das ist die Vorratskammer von denen da ganz unten. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oh Gott. Oh Gott. Was? Geht aber tief runter. Ja. Das ist auf jeden Fall diese komische Vorratskammer. Da hinten gibt's eine ganze Menge Stuff für uns. Mal hier, Medis und alles. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig geil hier. Dynamit hier ohne Ende, geil! Ja, können wir alles gar nicht mitnehmen. Oh Gott, der Name ist interessant. TBK Ash Strike. X Ash Strike. Danke, hallo. Sag ich schon danke, ich meine hallo, willkommen. Bist auch neu, oder? Ein Gollum. Ja, Gollum, stimmt. So, die kriegen wir nicht kaputt. Oh, was ist das denn hier? Was? Die rostige Axt? Oh, jetzt haben wir die rostige Axt. Nee, Modern Axt ist das. Ja, wir haben sie. Na siehst du, haben wir sie doch. Perfekt. Ah, super, wir haben sie. Cool, durch Zufall jetzt. Mission complete, gut. Spiel beendet. Tschüss, gute Nacht. Das war ja Martin. Dann können wir doch eventuell noch die zweite Steinwand ziehen. Wenn du
Bock hast du drauf noch? Ja, wir haben ja noch Zeit jetzt. Jetzt haben wir ja. Auf jeden Fall erstmal. Nee, weißt du, was wir machen? Wir gehen ins Loch rein jetzt und holen uns die Kletteraxt. Oder so, ja. Wir gehen jetzt ins Loch und holen uns die Kletteraxt. Und dafür müssen wir nur zum Loch, da wissen wir ja noch, wo es reingeht. Ich steck mit meinem Kopf in deinem Po und kann deinen Kiefer sehen. Echt? Ja, das ist gruselig gerade. Oh Mann. Ewig nicht mehr gesehen, was? Was ist hier los? Stand auf der Kiste AK? Weiß ich gar nicht. Try again! Siehst du, jetzt sehe ich den Namen hier auch zum ersten Mal, glaube ich. Bist auch neu, oder? Also wie gesagt, wenn hier einer followt und ich den, wenn der Sound nicht kommt, dann bitte einfach nochmal in den Chat schreiben, weil dann spackt das hier wieder extrem rum. So, wir wollen raus hier. Los weg. Wo ist die Tür? Zappelt er hier noch? Ich weiß nicht, komm, guck da nicht so hin, geh einfach weiter. Aber neugierig. Guck ihn einfach nicht an. Der Weg hier ist falsch, oder? Ja. Da sind noch ein Haufen Kisten, wollen wir die noch mitnehmen? Ich kann nichts mehr tragen. Ich hab von allen schon alles. Gott. Try again, danke für dein Follow, willkommen. Es klappt. And now try again. Über was quatscht ihr jetzt hier gerade? COD? Ist hier noch was Interessantes drin? Ein Medipack habe ich noch gefunden. Hier liegt noch ein Haufen Schnaps, guck mal. Die haben hier eine Party gemacht. Party hart auf jeden Fall. Ja, absolut. So, dann lass uns raus hier. Irgendwie müssen wir rauskommen jetzt. Fuck, fuck, fuck. Aber wir sind echt bis unter das Dach vollgepackt. Das ist natürlich sehr geil. Dann ist er schon wieder. Ach, du bist ewig Follow schon bei mir. Aber ich sehe dich zum ersten Mal jetzt im Chat. Glaube ich zumindest, oder? Wie gesagt, so meine Stammpappenheimer, die Namen kann ich mir eigentlich alle merken. Willkommen im Glück. Jetzt geht das wieder los. Warte mal, hier? Der Helm kommt mir bekannt vor. Jetzt müssen wir hier irgendwo rauskommen. War das jetzt hier? Ich kann mir das auch immer nicht merken. Scheiße. Ne, hier sind wir runter. Das heißt, wir sind von hier oben gekommen. Genau. Ja, ja, hier ist, glaube ich. Vermute mal richtig. Mein Schwert ist blutig. Klingt irgendwie falsch. Dann warst du zur falschen Zeit am falschen Ort. Oh, oh. Sieht auch sehr, sehr falsch aus hier, oder? Wieso ist hier ein großer Raum mit... oh Gott, geh zurück, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Oh fuck, und sie hat dann lang tausende Babys, hast du das gesehen? Ja. Geh das war zurück. Das Nest der Mama wahrscheinlich. Wir haben das Nest gefunden. Okay, das war auch ein falscher Weg. Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus, Leute. Nein. Aber hier dürfte sie uns nicht mehr folgen. Wir haben das Nest auf jeden Fall gefunden. Wir haben die Alien Queen gefunden. Oh mein Gott. Ich muss essen, warte mal. Ah, das war schon ein bisschen gruselig. Da lagen tausende Babys. Ja. Ach. Wir werden einfach mal eine Stange Dynamit darin schmeißen sollen. Ist das jetzt unser Weg nach draußen? Da vorne ist noch so ein Kasperkopf. Scheiße, das ist also auch der falsche Weg. Mann! Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus, oder was? Alter, wie kann man so... Hier ist auf jeden Fall unser Hauptraum. So. Hier ist der Hauptraum. Oh, meine Lampe geht gleich aus. Kann ich die jetzt irgendwie kombinieren, die Lampe? Moment. So, jetzt ist wieder heller auf jeden Fall. Da haben wir diesen Trottel tot gemacht. Das heißt, wir sind auch von hier gekommen. Das ist der richtige Weg. Serli 9, danke für dein Follow. Willkommen. Jetzt ist Fußball vorbei, jetzt kommen sie alle.
Hey, wo willst du hin? Achso, okay. Renn schon weg hier, wie Blair Witch Project. Obwohl, du quetschst hier irgendeine Spalte durch, ne? Ne, hier ist auch wieder falsch. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben den Kasper hier tot gemacht. Wo ist der richtige Weg? Ich muss erstmal meine Taschenlampe hier reaktivieren. Wir sind vorhin an diesem komischen Bauhelm vorbei. Alter. Also kannst nur noch... Hier geht's runter, aber hier geht's zu dieser komischen... Das war gut mit dem Science-Befehl, genau. Das der hier muss das sein. Nee, da geht's runter zu dem Ding. Also wir halten uns jetzt immer links. Und probieren... Guck mal, hier der Bauhelm, den habe ich entdeckt. Das hier ist der richtige Weg. Und dann haben wir jetzt die Möglichkeit... Ja, hier. Hier sind wir. Oh. Auch nicht. Also müssen wir den nächsten Eingang nehmen. Das ist der hier. Oder hier? Ich glaube auch, ja. Okay. Auch nicht? Hier ist das Spielzeug von unserem Sohn. Nee, ich glaube, da sind wir auch falsch. Mal gucken, wo wir dann. Also irgendwie werden wir wieder rauskommen, hoffentlich. Geh einfach mal weiter. Da sind welche, nee. Also wir nehmen den nächsten. Ach du. Oh, die kommen von der Decke. Ja, dann mobbeln wir uns jetzt mit denen. Scheiß drauf. Wir müssen jetzt hier irgendwie müssen wir rauskommen hier. Ach gut, machen wir sie platt. Oh Gott. Oh, ich hab dich mit erwischt. Bist du tot? Ja. Bleib da. Du hast mich getötet. Mach dich gleich wieder heile. Komm schon. Warte. Ah, du siehst irgendwie komisch aus, du. Hängst ihn so ein bisschen am Sack. Fuck. Da müssen wir echt aufpassen. Ich hab dich voll erwischt, ja. Es muss doch hier irgendein Scheißweg nach oben gehen. Das gibt's doch gar nicht. Hast du noch eine Flare? Ja. Also hier geht's definitiv auch nicht nach oben, oder? Doch, hier. Oh, hier. Das ist ein Seil. Warte mal, das sind die Vorsprünge. Ich glaube, die Axt liegt hier auch nochmal irgendwo. Irgendwie ist meine Dings total dunkel. Ich sehe kaum was. Wir müssen hier irgendwie einen Ausgang sehen, indem ich eine Höhle finde. Kann man das jetzt hier sprengen? Wie kommen wir hier hoch? Hier geht's nicht lang. Oder? Nee. Aber hier an der Seite geht's lang. Jetzt finden wir keinen Ausgang mehr. Jetzt haben wir unsere dämliche Achse und kommen hier nicht mehr raus. Ich hab dich schon wieder erwischt gerade. Alter, es muss doch hier im Weg nach oben gehen, Leute. Ist hier nicht irgendwo ein Seil? Ich sehe gar nichts mehr. Da vorne ist ein Seil. Da war ein Seil nach unten. Tja. Da hinten hängt ein Seil, guck mal. Mach mal gerade zu. Da. Ah ne, da hängt ein Kopf dran. Tja, wir müssen erstmal diesen Weg gehen. Also irgendwo werden wir wieder rauskommen. Oder auch nicht. Schmeiß mal eine Flare irgendwie, ich sehe hier nichts mehr. Boah. Hier gibt's auch nicht viel zu sehen. Muschi Klaus, ne, der heißt anders, glaube ich. Es gibt hier noch den Cowman, der ist irgendwie, der ist riesig groß. Das sind die ganz großen Viecher, die im Loch waren. Ich würde sagen, geh erstmal hier weiter. Wo bist du? Ja. Dort liegt ein Toter. Irgendwann finden wir den Weg wieder raus.
Wenn nicht heute, dann beim nächsten Mal. Nee, wir müssen heute rauskommen, ne? Ja. Hier geht's auch nicht weiter. Verdammte Axt, das kann doch nicht wahr sein. Als wenn der Ausgang weg war, ne? Jede Höhle hat 5 Millionen Ausgänge. Außer diese hier. Die hat nur einen und den finden wir nicht. Lebt der noch? Wenn die elendig verhungern. Nee, der ist tot. Ja, keine Ahnung, wir gehen jetzt erstmal wieder den Weg zurück. Das ist so typisch, ne? Das ist so typisch. Geht's hier oben lang? Wir wollen doch nur raus! Irgendwie sieht das hier nicht gesund aus, glaube ich. Boah, das geht langsam echt auf die Augen, dieses Dunkle hier die ganze Zeit. Warte mal, hier, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus hier. Sagen wir schon die ganze Zeit. Ja, da ist der Ausgang. Oh. Wir haben den Ausgang gefunden. Oh Gott. Meine Fresse, hier gehen wir wieder rein. Nie wieder gehen wir da rein. Es ist hier auch noch dunkel. Erstmal nach Hause rennen oder was? Oh. Erstmal alles ablegen, was wir haben, und dann ins Loch. Und schlafen vor allen Dingen. Oh oh. Oh oh. Lauf einfach. Wir laufen jetzt direkt nach Hause. Und da hätten wir eigentlich noch Mission Krokodilskopf, ne? Ja. Ach guck mal, hier ist schon der Teich. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Krokodilskopf für meine Tierkopfsammlung. Ja, der ist wichtig. Wann kommt die freie Männerliebe im Wald? Ah, du Schlingel, du. Ich war doch schon mit meinem Kopf in seinem Hintern. Genau, wir machen die ganze Zeit hier Liebe, das seht ihr bloß also nicht. Also mehr geht nicht. Übe dich in Geduld. Oh, Home Sweet Home. Oh, wie geil. Man kommt nicht rüber. Ich möchte jetzt erstmal speichern. Speichern, genau. Wir wollen erstmal speichern. Das ist schön. Aber wenn ich keine Ausdauer mehr habe, komme ich hier den, schaffe den Sprung aber nicht. Ich schaff's auch mit Ausdauer nicht. Ah, oh, er springt schon wieder nicht. Mann. Ich kann nicht hoch hier. Endlich. Unsere sichere Konstruktion hier wieder. Zu sicher. Zu sicher. Also ich mach das mal Feuer an, weil ich friere. Ich auch, aber ich geh erstmal speichern. Oh, sieht schön aus hier drin. Alle Regale voll. So, noch ein bisschen Essen aufhängen. Alle Regale voll, ja? Ja, perfekt. So, schön, schön, schön. Habe ich auch noch was bei? Ich habe gar nichts bei zum Aufhängen. Ich habe hier noch so einen komischen Topf. Den brauchen wir nicht. Kann ich jetzt noch ein paar Dinger machen, siehst du genau. Eigentlich bräuchten wir bald noch ein Waffenreck, ne? So ein Explosive Holder. Ja. So, Medis haben wir auch. Massenweise. Ne, gut, ich habe nur noch 3 Medis. Okay. Bauen wir jetzt erstmal noch Federn ran an die Axt. Machst du echt Federn ran? Ja. Aber das mache ich auch gleich. Wir brauchen dafür Harz. Und wie viele Federn machst du ran? Das ist so viele, wie ich ranmachen kann. Gucken, ich weiß nicht, wie viele ich jetzt gerade habe. Oder einfach so einen Busch ran, oder ist gut. Wer geht nicht ran? Achso, ich brauche noch wieder ein bisschen. Ah, Damage verringert sich, ne? Wenn man Federn ran macht. Oh, ja, hast recht. Also bräuchten wir jetzt zum Beispiel noch Zähne. Ja, die machen ja die Axt wieder langsamer bestimmt, ne? Ich versuch mal. Nee? Nee? Nee, machen sie nicht langsamer. Oh, ich habe kein Harz mehr. Ich habe kein Harz mehr.
Jetzt habe ich auch kein Harz mehr. Ah. Abwesend, ein bisschen habe ich sie getuned. Sieht, glaube ich, ein bisschen. Sieht interessant aus, die Axt, oder? Was meint ihr? Ich finde die cool. Sieht doch nett aus. Nochmal speichern. Ja, ich habe auch einen Puschel dran. Hast auch so einen schönen Puschel dran, ja? Ja. Wollen wir denn, dann wollen wir gleich pennen, oder was? Ja. Und zack. Jetzt wollte ich gerade vertrinken, ist das alle? Wie, das Trinken ist alle? Draußen? Nein, bei mir hier auf dem Schreibtisch. Achso. Also, jetzt mal ganz ehrlich, das Fressen geht ganz schön schnell weg, ne? Ja, wenn du immer so viel futterst. So. Der Rest wächst. Oh, hier wächst auch wieder blaue. Ich bin gut gepanzert, ich habe eine gute Axt. Ich bin gar nicht gepanzert. Hast du den Knochendings gebaut? Nee, ich habe hier mit Häuten. Mit Häuten? Mit Häuten? Ja. Ich habe einen Topf im Inventar, ja, den benutze ich öfter mal. Da setze ich mich dann rauf und. Naja. Ihr wisst schon. Schildkrötenpanzer habe ich auch noch in der Hand. Den Topf können wir verwenden, glaube ich. Damit können wir Harz holen, ne? Genau, stimmt. Ich hänge den mal gleich am Baum an hier. Ich mach uns da mal was fertig. Welchen Baum wollen wir nehmen? Einer, der hier in der Nähe ist irgendwie. Das ist natürlich scheiße. Noch einen bei uns in der Nähe? Nö. Na doch, hier oben. Ich nehme hier oben einfach hier den ersten, der hier vorne hängt. So. Jetzt mal das Licht ausmachen. Und dann gehen wir jetzt zum Loch. Na? So, jetzt kann ich das einmal um den Baum rumhauen. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier unseren Harzbehälter. Siehst du, wo ich bin? Ja? Ja, der harzt dann da rein. Alles klar. Lass ihn harzen. Ja, ja, habe ich gemacht, Sera. Bin gerade dabei. Super ist das. Ich glaube, wir überleben das im Loch. Wenn wir im Loch sterben, ist natürlich, müssen wir wieder zum Loch, um unser Loot zu holen. Das wäre natürlich jetzt tragisch. Ja, wir gehen da voll gepackt damit hin. Wir müssen jetzt bloß. Warte mal, da sind wir. Ne, da sind wir. Ich muss nochmal die Karte umdrehen. Moment. Oh, ich sehe deine Federn gar nicht. Echt nicht? Nee, ich zeig dir mir gar nicht an. Wir brauchen jetzt nur gerade zu rennen. Hier an dem Teich vorbei und dann sind wir schon beim Loch. Das Loch. Oh Gott, das werden wir nicht überleben. Jo, schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, schnallt euch an, wir gehen ins Loch. Und wir haben genug Dynamit und alles bei, ne? Also wir könnten die Viecher da drin wirklich kaputt machen. Das wird trotzdem, das wird so mies und so heftig. Ja. Schon allein, wenn wir da nicht runterkommen und da abstürzen, dann war's das. Das ist unser Loot da unten. Das ist dann sehr schmerzhaft. Oh Gott. Wer war da? Ja, ich habe mir gerade hier so eine Tierhaut besorgt. Ich habe einen Kopf in der Hand. Hallo. Möchtest du mein Freund sein? Okay. Ich brauche noch ein paar heute. Ich habe erst halb voll meine Panzerung. Ja, ich habe noch gar nichts. Ist ein Strich. Das ist doch hier schon wieder dieses Kackdorf. Dahinter ist das Loch, ne? Es müsste hier in der Nähe sein, das Loch. Warte, oh, oh, oh. Warte, ich brauche das Vieh. Will wenigstens ein bisschen Schutz haben. Ich finde die Viecher nicht. Laufen hier überall rum. Die laufen weg von mir, die sehen dich. Ja, da aus dem Pelz mal. Ne, hier ist nicht das Loch. Nee. Aber wir sind hier am Fluss. Das Loch ist neben dem Fluss. Da ist zur Küste hin. Also muss das Loch. Ich glaube, nach hier lang müssen wir, glaube ich. Sonst finden wir das immer rucki-zucki, weißt du? Eigentlich wohnen wir ja fast neben Loch.
Du hast Bock auf eine Pizza von den Pizzaflitzern? Pizzaflitzer? Sag mal, wohnst du hier bei mir? Wir haben hier auch einen Pizzaflitzer. Das wäre ja witzig, wenn du hier bei mir in der Nähe wohnst. Euer Ende ist gekommen, Babys? Warum? Ach doch nicht sowas. Aber Pizza wäre jetzt mega geil, ja. Hatte ich zum Abendbrot. Echt? Du bist ja ein mieses Stück Scheiße. Aber hier vorne ist der Eisberg. Das heißt. Hähnchenbrust und Brokkoli und Sauce Hollandaise. Hier ist das Loch, genau. Richtig. So. Jetzt war ja hier oben war ja so eine Höhle drauf, da mussten wir absteigen. Und dann sind wir ja auch da reingekommen. Weißt noch wo, ne? Nee. Das sag ich dir nicht, Laurin. Sag erst, wo du wohnst. Nein, du sagst erst, wo du wohnst. Genau. Nein, du. Ach so, da vorne ist das Loch, wo ich absteigen muss. Genau. MV. Also bei uns heißen die Pizza Sundflitzer. So, jetzt müsste es eigentlich klingeln. Das wäre jetzt wirklich witzig, wenn du jetzt bei mir in der Stadt wohnen würdest. Hollandaise. Ich liebe Hollandaise. Also ich kann mich da reinlegen. Ist gut für den Bauch. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht man mir auch an. Der Knotencode sieht aus wie Hollandaise. Er ist auch so liquide wie Hollandaise. Also man kann ihn so auf den Bauch tippen und dann bewegt sich das wie eine Lavalampe. Es wirkt hypnotisch. Bewegt sich stundenlang. Direkt einschläfernd. Und in Niedersachsen. Dann, also wenn wir da aus dem Loch heile rauskommen. Ihr wohnt nicht in derselben Stadt. Gut. Ich habe ja schon gesagt, ich komme aus MV. Das ist ja. Was ist denn mit dem See passiert? Guck mal, wie scheiße der aussieht. Ist der ausgetrocknet? Er ist ausgetrocknet, ja. Und da vorne sind die Alligatoren. Ich würde sagen, wenn wir das Loch überleben, holen wir uns einen Alligatorkopf. Das ist ein Grafikbug. Guck mal, wenn ich nach hier gucke, ist das Wasser wieder da. Da ist irgendwas schiefgegangen, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, ne? Freaky. Ist bei dir auch, ne? Ja. Das ist mit dem letzten Patch gekommen, oder was? Eine Fahrt hier, guck mal, hier ist das Zelt. So, und hier müssen wir absteigen. Und dann kommen wir dahin. Ja, Straßen kann man gut angeln. Ja, eigentlich schon. Nein! Oh Gott. Oh, ich habe mitten im Flug, habe ich das Dings angemacht. Ich habe gedacht, ich falle jetzt in den Tod. In den Knotentod. Euch ist auch ein Pizzaflitzer, ja. Denn ich glaube, der Name ist auch nicht so originell, dass er. Naja. So, warte. Wir müssen jetzt haufenweise absteigen, genau. Und dann kommen wir wieder in diesen Zwischenspalt raus. Und da irgendwo ist die Kletteraxt, weil mit der Kletteraxt kommen wir so ziemlich überall, können wir da langklettern. Also auch an normalen Steinen soll man wohl klettern können mit dem Teil. Geil, jetzt wäre ich beinahe an dir vorbeigesprungen. Das wäre dein sicherer Tod gewesen. Ja. Obwohl, so. Das ging noch. Jetzt wird's wieder interessant. Hier mussten wir ein Stück tauchen. Und zwar in die Richtung. Schmeiß mal hier bitte, hier vorne. Ich glaube, hier vorne war das. Gott, hier siehst du ja gar nichts. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, 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 oh. Zurück, zurück, zurück. Ich sehe nichts mehr. Und schon haben wir uns verlaufen. Wo bist du? Oh, nee, ich hab Licht. Oh. Wo bist du? Du musst hier ein Dings reinschmeißen. Ich bin wieder raus. Folge mir einfach. Ja, ich bin auch raus, aber ich bin woanders als du. Ach, ich habe den richtigen Weg gefunden. Schmeiß eine Flare rein. Schmeiß eine Flare einfach rein. Dann siehst du unter Wasser was. Ich muss erstmal rauskommen aus dem Wasser, da ich mit Flair reinschmeißen kann. Und dann schmeißt du das da in die Ecke rein. Bei mir gab es heute Abend Nudelspinat-Käseauflauf. Das ist auch cool. Das schmeckt auf jeden Fall auch richtig geil. Jetzt kriege ich Hunger, Leute. Ich darf nichts mehr essen jetzt.
Genau, und jetzt kommst du. Ja. Nee? Du schwimmst wieder zurück. Hä? Vorne ist ein Loch, da musst du durch. Ich sehe nichts unter Wasser. Ja, ja, genau, jetzt hier hoch, hier hoch. Und jetzt einfach nochmal oben. Ja. Das müsste hier richtig sein. Alter, es geht schon wieder los hier. Es geht schon wieder los. Und jetzt ist hier der Spalt. It's Justin, danke für dein Follow, willkommen. Wir sind im Loch. Ist richtig, ja? Ja, wieso komme ich nicht weiter? Genau, du musstest sicher. Moin, moinsen. Hier ist das Loch, Leute, und da unten lauert der Tod. Da lauern Kreaturen jenseits von Gut und Böse. Aber ich will erstmal diese Kletteraxt haben. Und noch viel schlimmer. Genau. Ist viel schlimmer. Wie gesagt, wenn wir abstürzen, sind wir des Todes. Aber da sollten wir jetzt hier eigentlich rüberkommen. Wir sind zum ersten Mal bei Tageslicht hier, ne? Mach mal die Lampe aus hier, Spahn. Und hier irgendwo gibt's noch einen kleinen Spalt, wo wir dann weiter können. Oh, Flares. Oh, wo? Super. Die sind übelst wichtig. Karl Schobi, danke für dein Follow, willkommen. Flares kann man nie genug haben. Gehst du mal ein Stück weg, sonst hau ich dich mit der Axt. Schon wieder. Hier irgendwo soll es doch weitergehen. Guck mal hier. Guck mal, hier kommt man noch durch. Ah! Hier ist noch eine enge Ritze, die haben wir letztes Mal nicht gefunden. Und hier holen wir uns die Climbing Axe. Siehst du das? Mhm. So, ich muss noch kurz Licht anmachen. Ich muss kurz kombinieren mit Batteries. Wo kriegt man eigentlich die Batterien her? Aus Koffern und so. So, und hier irgendwo hängt die dran. Dann hätten wir das Ding wenigstens auch schon mal beisammen. Kann man sich in Twitch umbenennen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann braucht man... ach, du großer Gott. Sie sind da. Mit Babys. Wollen wir erst mal warten, bis die Babys rankommen, oder? Oh. Na komm. Oh, ich krieg ihn nicht. Ich krieg ihn nicht. Wo bist du? Oh, Babys fuck. Getötet. Ich komm von hinten. Da ist das Katana doch viel besser, muss ich sagen. Sollte das Katana draußen lassen. Ja. Solltest du. Es ist wirklich viel besser. Boah. Kalkobi. Oha. Ja, willkommen im Glück. Oha. Was? Wo sind wir hier? Ich glaube, hier kommen wir runter. Komplett zum Loch runter. Ja, wir müssen hier lang rennen. Ich muss am schmalen Dings rennen einfach weiter. Und hier irgendwo ist die Climbing Axe. Trau mich gerade nicht so jetzt. Doch, wir müssen hier lang, wir sind richtig. Unterwegs zum Mittelpunkt der Erde. Auch geiler Film, ne? Ja. Oh Gott. Muss hier rüberspringen? Ist das geschafft? Ja. Oh, ich auch. Gott sei Dank. Was machst du eigentlich, wenn du runterfällst? Oh Gott. Wo sind sie? Weiß ich noch nicht. Oh mein Gott. Es gab ein bisschen laut, sorry Leute. Oh Babys, scheiße, ganz viele Babys. Babys. Ich habe keine Taschenlampe mehr. Kümmere dich mal drum. Oh. Oh. Fuck. Oh Gott, da sind ganz viele. Oh, ich bin tot. Ich bin gleich tot. Oh. Komm schon. Ich hab dich wieder... Oh, hab ich dich erwischt? Nee. Fuck, Alter. Oh, hier brauchst du aber auch die Medis. Hier vorne ist Licht. Warum ist... Ah, hier ist die Climbing Axe. Wir haben sie. Und hier ist ein Generator noch. Oh. Das sieht ein bisschen aus wie aus The Descent hier, ne?
Hast du die Axt Hallo Sino, ich hasse alle meine Viewer. Warum? Wir haben sie gefunden. Hier ist sie. Wo ist sie denn? Ach, da. Ja. Und jetzt können wir hier quasi Perfekt. Auch wieder hochklettern. Ich glaube, wir können überall hochklettern mit dem Teil. Ich würde sagen, wir klettern hier noch weiter runter. Guck mal hier, du brauchst nur reinhacken und dann kannst du hochklettern. Ah, alles klar. Dann bloß nicht wieder E drücken. Der Reinhacker. Was ist doch los? Können wir jetzt hier auch an normalen Steinen hochklettern? Warte mal. Nee, wir können... Ah, wir können doch nur diese Wände nehmen, diese komischen. Alles klar. Los, lass uns weiter runter. Willst du echt weiter runter? Ja, klar. Wir haben schon echt viel Loot, ne? Das ist mega geil. Wenn wir jetzt draufgehen, dann erschieße ich mich, glaube ich. Wir könnten jetzt hier auch wieder rauskommen. Nö, ich gehe weiter. Ich habe nur noch 3 Midis, Mann. Oder? 2 habe ich nur noch. Ja, ich habe noch 4. Ich gebe dir 1. Warte mal, ich muss auch kurz lesen hier. Er donated fremd. Es tut mir leid. Ich musste mit ihm... Nee, ich habe mit ihm geschlafen dafür. Oh Gott, wie weit geht das runter? Nicht weit. Ich wollte sagen, habe ich ein Hawaii-Hemd an? Nein, ist Blut. Das macht ein interessantes Muster, finde ich. Ja, das war's. Den Taucheranzug, den brauchen wir noch, siehst du. Das wäre eine Möglichkeit fürs nächste Mal, aber ich glaube, hier kommen wir nicht weiter, oder? Ich glaube, jetzt wäre der Moment... Oh Gott, ich glaube, ich höre die Dicken schon trampeln. Guck mal, hier unten sind Fische. Schmeißt du mal eine Flare rein? Ah, ich habe selber, warte mal. Nee, wenn da Fische sind, musst du Dynamit reinschmeißen. Also ich glaube, hier müssten wir... Ich glaube, ich weiß wo. Wenn wir hier durchtauchen, kommen wir, glaube ich, in der Höhle mittendrin raus. Aber da wir nicht tauchen können, macht es keinen Sinn. Das scheint auch sehr tief zu sein hier. Ja, ich höre die Dicken auch schon. Also wir müssten hier mit Taucheranzug rein, aber ist scheiße, wir haben keinen Taucheranzug. Da hinten hängt doch ein Seil. Ja, damit kommen wir wieder hoch, Angie. Damit geht's wieder hoch. Aber wir kommen hier nicht tiefer. Das ist das Problem. Wir können trotzdem mal rüber da. Ich schwimme da mal rüber. Das ist kürzer, als wenn wir den ganzen Weg wieder rumlaufen wahrscheinlich. Also irgendwas muss da unten auf jeden Fall sein. Also man hört die Dicken echt schon trampeln. Vielleicht gibt es ja aber hier auch noch einen versteckten Eingang. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Muss springen. Oh, Medizin. Wo ist denn das Seil jetzt hin? Hä? Hier vor uns. Da. Aber er ist gut, er klettert mit einer Hand das Seil hoch. Mit einer Hand, na, gar kein Problem. Ist gerade wieder tierisch laut irgendwie. Ah, alles klar, jetzt sind wir wieder hier. Kommen wir jetzt hier mit unserer Climbing-Exo? Nö, nee, wahrscheinlich nicht. Gut, müssen wir wieder runter. Aber wie kommen wir jetzt allgemein wieder hoch? Ah, wir hätten da, wo wir die Axt gefunden haben, da hinten hochklettern müssen. Ja. Wahrscheinlich geht's da auch weiter. Ich dachte, das ist eine Abkürzung. Mleck, danke für dein Follow, willkommen. Ja, wie eil ist derzeit, man kann es vergessen. Da kommen auch gerade keine Updates mehr, nichts mehr. Das ist irgendwie... Hat sich das derzeit leider erledigt mit dem Spiel. Aber wir hoffen ja noch das Beste. Wie gesagt, die Grafikbilder, die ich da gesehen habe, die neuen... Lassen ja hoffen. Gott, Alter, ist das Ding hier riesig. Das ist eine Höhle. Aber nur Deckenbeleuchtung, ne? Muss man dem ja lassen. Da, so, schon wieder oben. Ja, und nochmal guten Abend.
Oh Gott. Auch ein neues Gesicht hier. Oh, das warst du nicht, glaube ich. Bist tot? Oh nee, ich hab's gerade so überlebt. Wo bist du denn? Von der Klippe abgerutscht. Ach nee, hier kommen wir ja komplett wieder raus. Hier sehe ich ja die leuchtenden, prallen Backen hier. Achso, und jetzt müssen wir hier hochklettern. Dann könnt ihr auch den Weg da hochnehmen. Warte mal. Ich überlege gerade, wo wir jetzt lang gehen am dümmsten. Aber wo geht's jetzt hier zur Seite irgendwie? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja, warte, ich komm mal zu dir. Wie wär's mit Ark? Ja, ich denke mal, Ark werde ich demnächst. Ich habe ja Ark schon gespielt. Ich glaube über 20 Folgen oder so. Aber ich werde, weil nächste Woche wir ja einen Tag ohne den Knotencode haben, habe ich mir gedacht, werden wir mal eine Runde Ark spielen. Also komplett mal wieder von vorne so. Und mich denn das jetzt? Ich muss mal gucken, ob ich da Bock drauf habe. So, ich bin gespannt, wo es jetzt hier weitergeht. Ich höre was. Oh ja. Warte mal ein bisschen. Was haben sie uns gesehen? Ach du großer Gott. Warte mal, die boxen sich gegenseitig. Lass sie sich erstmal totschlagen, die Idioten. Da hast du große und kleine. Und der ist down. Hat das mich erwischt? Ich kann so schnell nicht schlagen. Ich kann so... Alter. Wo ist der? Ich sehe nix. Ich krieg so schnell die Maus gar nicht gedrückt. Was ist hier mit Nightbot? Achso, der Nightbot. Wieso arg, wieso? Weiß ich nicht. Das läuft. Naja, einfach so. Ich werde das nicht als Hauptprojekt nehmen. Aber ich wollte sowieso mal wieder mit Fades spielen oder so. Muss mich da erstmal wieder reinfinden. Ich hab's ja noch liegen. Ich hab's da gekauft. Es tut mir leid. Gespannt, wo wir hier landen. Ach, geht doch alle. Ja, ich bin auch gespannt. Können wir das Katana eigentlich noch pimpen? Nee. Ich wollte gerade sagen, liegt da eine Wurst? Aber dabei sind das Stöcke. Das sah komisch aus gerade. Hier ist Ende Gelände. Nee, jetzt hier können wir hoch, hier können wir hoch. Mit der Climbing Exhort. Ja. Ist natürlich geil, ne? Alter, sind diese Höhlen verwinkelt, Leute. Oh Gott, wie geht's? Da müssen wir uns nach rechts halten, ne? Ja, ich glaube ja. Ich meine, das ist schon geil hier mit dieser Axt. Zwar, die Steuerung ist zwar sehr primitiv, aber es funktioniert. Ja, ich weiß, Sera. Ich vergesse das nur jedes Mal. Ich will immer blocken. Ich versuche mal dran zu denken. Kommst du hier vorne? Kann ich hier schon loslassen? Ja, ne? Ja. Oh, jetzt kommen wir raus komplett, wa? Ja, sieht so aus. Mal sehen, wo wir dann. Kam hier gerade was runtergefallen? Ja, da oben ist schon Himmel zu sehen. Oh, schön. Raus hier! Krokodilskopf wäre echt nicht schlecht. Also ich würde mir jetzt gerne einen holen. Und wir müssen uns nochmal merken, wo war jetzt der Taucheranzug? Ich weiß es ungefähr noch. Ja, doch, ich weiß wo. Der Taucheranzug wäre auch nicht schlecht, ne? Guck mal, jetzt sind wir hier rausgekommen. Ja. Wo ist denn jetzt unsere Hütte? Ach, da. Aber hier war das doch irgendwo. Da hinten leuchtet noch was in der Ferne irgendwie. Hier war auf jeden Fall Krokodilhausen, glaube ich. Krokodilhausen. Aber es ist dunkel und dunkel ist mehr. Können wir nicht an dem komischen Zelt da? Können wir da nicht. Hier unten ist noch ein Zelt, guck mal.
Können wir hier abspeichern und schlafen? Klar. Ich glaube, bei den Zelten ging das aber nicht, ne? Ne, bei den roten nur, ne? Da vorne kommen auch schon Freunde. Das könnte echt mal länger ein Tag bleiben, irgendwie. Ach, geht's jetzt immer noch um Ark? Ark hat halt nicht so viel mit Realismus zu tun, ne? Das ist halt so das Problem eigentlich. Kannst du endlich den ganzen Stream lang meckern, ja. Ihr seid gemein, seid ihr. Ich weiß, im Dunkeln will ich eigentlich nicht auf Krokodiljagd gehen. Vor allen Dingen, warum ist da hinten unsere Hütte? Wir müssen hier rüber irgendwie. Im Dunkeln ist ziemlich ungünstig. Aber man sieht aber die Viecher nicht. Wenn ein Krokodil will, dann muss kämpfen, ne? Auf geht er. Ist jetzt echt eins holen hier? Ja klar. Weiß ein Schnapper und wir sind tot. Ja, dafür haben wir uns ja gegenseitig zum Beschützen. Machst du. Seit wann liegen denn hier so viele Bäume? Seit hier der Biber wohnt. Oh Gott. Das war hier nicht. Das ist hier nicht. Das Spiel fängt gerade übelst an zu lecken bei mir irgendwie. War das nicht hier? Das war bei den Fischerhütten. Ja, bei den Fischerhütten, da wo du auch mit über so einen Steg reinlaufst. Warte mal, das Spiel fängt gerade echt krass an zu laggen hier. Irgendwas haut da gerade nicht hin. Aber bei mir läuft's gut. Ja, ich habe gerade massive Probleme irgendwie. Kann sein, dass das Spiel gleich nochmal kurz beenden muss. Jetzt geht's wieder. Was ist denn das hier für ein See jetzt? Jetzt ist der Sound weg? Das bei mir auch. Da unten sind Echsen auf jeden Fall, aber keine Krokodile. Nein, jetzt habe ich den dämlichen Kopf in der Hand. Bah. Ich wollte den Panzer haben. Was für Fleisch einsammeln? Wo ist sie denn? So ein Hase. Kannst du dir ein Hasenfell anlegen? Dann bist du flauschig. Ja, Forest fetzt eigentlich. Wie gesagt, die ganzen Bugs, die gehören eigentlich hier schon dazu. Ich will gar nicht ins Wasser rein irgendwie. Aber wir müssen. Nicht, dass jetzt gleich was von unten kommt und uns in den Schniedel beißt. You're cold and wet. Oh. Yo, Benny. Ist auch neu, oder? Hallo, grüß dich. Na, Abend schön. Ach, guck mal hier. Also, Krokodile gehen wir jetzt gleich nochmal finalisieren. Das war aber hier in der Nähe. Nee, Quatsch, oder war das an dem anderen See? So, da, wo die Fischerhütten waren. Da, wo die Fischerhütten waren, ja. Also in der Nähe vom Loch eigentlich, ne? Ach, komm her, Nienchen. Ich weiß das echt nicht mehr. Du weißt, ich hab das nicht so mit Orientierung. Jetzt krieg ich wegen dir ganz viele Dislikes? Warum? Was ist nur los? Haben sie? Wieso krieg ich wegen dir ganz viele Dislikes? Ich sag einfach mal Benny, ne? Denn danke für dein Follow, willkommen. Ich will keine Dislikes haben. Klar, nur. Das erste, was ich morgens am Aufstehen immer mache. Ich weiß. Dislikes verteilen. Der Disliker, den ich habe, das ist der Knotencode. Aber wir haben ja noch ein halbes Stündchen. Da ziehen wir noch durch, oder was? Dann gehen wir uns nochmal schön regenerieren, warten bis Tag wird und dann holen wir uns einen Alligatorkopf. Leuchtest du gerade rot? Nein. Eben hat die Tanne neben dir rot geleuchtet. Gott, mach mir keine Angst, Alter. Ja, echt jetzt. Du Gruselkasper. Hä?
Da schon wieder. Ja, meine Taschenlampe leuchtet rot. So. Wieso leuchtet meine Taschenlampe jetzt? Was ist das denn? Oh Gott, ich hör Babys. Ja, ich hau ab. Wieso habe ich jetzt eine rote Taschenlampe? So ein Bug oder was? Ja, wahrscheinlich. Was sieht gruselig. Nein! Oh Gott. Ja, ich auch. Oh Gott, fuck, Alter. Medi. Scheiße. Stimmt, da sind wir schon mal runtergefallen, weißt du noch? Idiot, oh Idiot springt das Loch, andere hinterher. Ja. Irgendwas läuft hier. Ja. Gott, ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Der Durchfall in meine Hose, glaube ich, gleich. Oh, hier Schnaps. Schnaps, ja. Hier ist noch, hier könnten wir noch das Ding sprengen, aber ich glaube, da werden wir nichts Gutes finden, oder? Weiß ich nicht, ich probiere es einfach mal. Sag mir, wenn du sprengst. Jetzt. Ja, eine Uhr war drin. Wie war's denn? Das war einmal... Was? Das war einmal schön Verschwendung. Ja. Mir hat Spaß gemacht, das ist das Wichtigste. Ich möchte mich jetzt nicht länger aufhalten, ich möchte jetzt nach Hause. Ich will auch nach Hause. Ich gehe aber durch den See, denn ich gehe noch einmal baden. Ich gehe wenigstens sauber nach Hause. Nicht so dreckig und stinkend, weißt du? Passt auf, ja? Zu spät. Irgendeiner muss ja hier männlich riechen. Krokodile, wusstet ihr, dass die stärkste Magensäure aller Tiere haben? Ah! Streber. Lass ihn doch, finde ich gut. Ich glaub, die so was war jetzt hier mit meinen Dislikes auf YouTube? Das habt ihr mir immer noch nicht beantwortet hier. Ich hab das nicht mitgeschnitten. Um was ging's denn da? Da wäre ich ja hellhörig bei sowas. Double Kill, ja. Das war eben krass, ne? Das war Double Kill. Double Kill. Monster Kill. Ich frage mich, wie er das ganze Zeug mit sich geschleppt kriegt. Ich? Na, wir allgemein, was wir hier so im Rucksack haben. Ich will nicht wissen, wo er die ganzen Sachen hat. Oh, hier liegt Tape. Kann ich jetzt eigentlich Mucke anmachen? Habe ich meine Lampe noch an? Ja. Ich bin wieder der Einzige, der Fleisch mitgenommen hat. Wenn ein Mann von der Arbeit heimkommt, dann darf er auch... Achso, dann darf er auch mal riechen, ja. Ich glaube nicht. Dann schiebe ich dich gleich weiter zur Dusche. Genau! So, schnell speichern, Alter. Boah, wir haben heute gut was gerissen, Leute. Und wir haben sogar noch Zeit und haben richtig viel gerissen. Ich nehme hier gleich nochmal ein bisschen Medizin mit. Also bis auf den Taucheranzug haben wir alles, was wir wollten. Der Taucheranzug auf jeden Fall, ja. Den brauchen wir auch noch irgendwann. Damit wir in diese tiefen Höhlen dann noch reinkommen. Also, ich habe mir 12-mal Baumharz geholt. Damit ich mir mehr Zähne anbauen kann. Ich muss noch was essen gleich. Doch. Also, wenn du die ganze Zeit isst, dann musst du auch mal was mitbringen und daran hängen. Hab ich doch. Ich habe eben 4 Echsen rangehangen. Okay. Du Kasper. Zufall, ne? Zufall. Gibt's ja gar nicht. So, ich präpariere das schon mal für die nächsten Tiere. Und zwar kommt der Alligator, den hängen wir direkt unterm Hai, ne? Ja. Mach ich schon mal so ein bisschen vorbereiten. Kommt wieder hier die Millimeterarbeit. So. Das kann ich gar nicht platzieren? Muss ich hier raufsteigen? Ach so, den muss ich hier zwischen reinhauen. Ah, der geht gar nicht. Wieso geht der da nicht ein höher? Oh Mann, das ist so scheiße. Dann baue ich den hier hin. Das funktioniert schon wieder nicht so, wie ich das haben will.
Dann kommt er da halt hin. Dann kommen hier die größeren Tiere alle hin. So, Platz hat er schon. Also werden wir den kriegen, auf jeden Fall. Wenn er schon da hängt, dann kriegen wir den auch. Ja. Hallo Cindy, grüß dich. Auch neues Gesicht. Oder? Oder warst du beim letzten Mal schon da? Ich weiß gar nicht. Nee, du warst schon da, ne? Du warst beim letzten Stream dabei. Kriegst langsam zusammen. Oder? Jo, kein Problem, bis gleich. So. Wir sind noch einen Augenblick. Rock die Axt. Einen Augenblick sind wir noch da. Alter, wir haben so viel Zeug im Inventar. Das ist Wahnsinn. Ich habe noch einen Topf. Wir könnten noch einen Topf ranhängen. Ja, macht das. Cindy war schon da. Ja, genau. Habe ich jetzt auch gesehen. Ja, ja. Oh Gott. Was? Da war einer. Ich wollte mich mit ihm schlagen. Es sind aber drei. Oh. Ach. Ja. Hasalari. Liegt noch wieder so viel Schnaps rum. Da, hier, unsere Mauer ist kaputt. Wir brauchen Baumharz. Machst du die mal heile? Ich habe alles Baumharz verklebt. Ah. Ah. Hab meine Axt getuned. Du hast ja eine scheiß Axt nicht tunen, Alter. Du hast unsere Hütte tunen, die ist kaputt. Auch Baumharz. Okay, ein bisschen was habe ich gesammelt gerade. Baumfeld? Wir müssen Knochen sammeln. Wieso? Wozu denn? Ach, für die Knochenrüstung. Eine Knochenrüstung bauen können. Oh, hier fehlt schon wieder was. Ja, stimmt, das ist eigentlich eine Idee. Wir sammeln jetzt, wir machen jetzt die Knochenrüstung fertig. Auf zum Topf! Nee. Das ist eigentlich eine richtig gute Idee. Dann haben wir auch diesen ollen Knochenkopf dann. Ja. So, aber erstmal müssen wir unsere Mauer reparieren, die leicht defekt ist. Was braucht man noch dafür? Ich glaube, ich hänge uns noch so einen Topf ran. Oh, hier ist noch einer. Hallo. Der ist auch Geschichte. Wir brauchen Stoff. Stoff und Knochen einfach nur, glaube ich. Mhm. Ab ans Töpfchen. Ja, da hat den Topf hat Ronald leer gemacht. Ich glaube, da ist dann nicht mehr so viel drin, ne? Das dauert doch ein bisschen, bis der sich wieder füllt, oder? Keine Ahnung. Also ich habe ihn komplett leer gemacht. Machst du mal bitte an hier? Er ist nicht fertig. Oh, guck mal, du hast einen Knochenhelm. Du hast einen Knochendings. Ja? Ja, wie ist das denn? Hast du dich komplett jetzt... Nö. Ein Teil habe ich erst dran. Das sieht ja geil aus. Du musst das Feuer wenigstens anmachen. Das kann ja, ich nicht sofort machen. Hau beim Schlagen vorwärts, dann triffst du auch öfter. Aha, alles klar, mach ich, versuch ich mal. Ach, der Topf hat Harz für jeden getrennt. Na, das ist doch geil. Dann pack die Leiche selber rein. Hier. Ich werde mir auch gleich nochmal eine Knochenrüstung bauen. Du hast alle Knochen aufgesammelt, ne? Hm. Du bist ein Egoist. Also, ja. Lässt mir nichts übrig. Wir haben uns das Katana, haben uns vorhin geholt, ja. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben auch die Climbing Axe. Wir haben so einiges geholt heute. Wir haben einiges geschafft. Hier ist das Inventar. Also das sieht schon ganz gut aus. Ganz gut ausgerüstet. So, war hier noch irgendwo was kaputt? Reparieren wenigstens unsere Hütte, was? Sorry, hätte ich gewusst, dass sie kaputt ist, hätte ich das auch getan. Ja, ja. Lassen wir wenigstens ein paar Knochen übrig irgendwie. Du warst nicht da, ja. Ja, das ist deine Leiche jetzt, die da liegt. Das sieht geil aus, guck mich mal an. Sieht aus wie Sido. Original, das ist Sido. Du kannst dir vorstellen, bloß nicht golden. Ich bin dann mal gespannt, wenn du was fertig hast. Ja, so viel Knochen habe ich nicht. Doch, da kommen genug raus. Ich habe aus einer Leiche habe ich zwei Teile gebaut. Ein friedlicher Strandbesucher. Ach, die war nicht friedlich. Der hat mich doof angeguckt. Habt ihr doch wohl gesehen, oder was?
bin ich ja mal gespannt. So, das war jetzt Knochen. Dann wie viel... Ne, warte, was war zu viel? Noch ein Knochen? Okay. Alter Schmutzfink. Ja, so, mehr habe ich nicht. Das war's. War's nur für die Arme. Ja. Wir müssen töten gehen. Sieht voll geil aus. Ich habe höchstens ein Viertel, habe ich gerade mal fertig. Ich habe ein bisschen über die Hälfte. Der wollte mich anmachen und zum Schulball. Schulball! Oh Mann, das ist schon lange her. Guck mal, hier liegt doch noch eine Leiche. Wo kommt die denn her? Liegt hier einfach so eine Leiche am Strand rum, oder? In meinem Keller liegt eine Leiche. Und dann noch eine Frau. Sexy. Ein bisschen blutig, ist aber nicht schlimm. Kannst du abwaschen. Dab, 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 dab. So, den Kokokopf will ich noch haben heute. Das schaffen wir auch noch. Viertelstunde haben wir noch. Beziehungsweise eine Viertelstunde sind 7 Minuten. Wir können auch ein klein bisschen länger noch machen. Ein Augenblick. Gerade so. Gerade so. Guck mal hier, ich habe den schon vorbereitet. Da siehst du, da kommt er ran. Und dann kommen da die größeren Tiere hin. Nein, nicht hinsetzen. So. Ah, wieder ein zurück. Wieder ein zurück, noch ein Knochen vor. Und dann habe ich wieder hast, nur noch jetzt hast, jetzt hast du eine Weste an. Also mir fehlt noch, wie gesagt, ein paar Leichen fehlen mir noch. An Armen habe ich Echse, du hast Knochen an Arme, deswegen. Weil ich da schon einen Echsenpanzer hatte. So. Aber hat er bei mir erst den Helm gemacht dann. Ja, WB, zu, ja, WB, willkommen zurück, ja. Welcome back. Jetzt habe ich gerade einen Hirnfurz gehabt. Wie aus dem Nichts erscheint eine nackte Frau, das ist eigentlich... Ja, wie soll ich das deuten, Leute? Das kenne ich, das Problem. Das habe ich auch ständig draußen in der richtigen Welt. Liegen auch ständig nackte Frauen vor mir rum. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach so. Wo bist du jetzt überhaupt hin? Weg. Suchst du Gegner? Gucken wir unsere Base mal von oben an. So ein Schmuckstück, ne? Sieht ganz nett aus, ja. Das sieht doch wohl geil aus, Leute, oder was? Komm, mit Bootsteg da hinten. Das Boot liegt irgendwo da draußen. Cool. Er ist abgetrieben, ne? Ne, es lag beim letzten Mal schon. Draußen. Aber wir hatten es rangefahren. Du. Kannst du gar im Stream nachgucken. Ich musste an Land schwimmen. Du hast das Ding da abgelegt. Das wäre cool, wenn wir da noch den extra Zaun auch nochmal drumrum bauen, weißt? Auf der anderen Seite. Ich hab jetzt voll einen Ohrwurm. Mit welchem Lied? Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche. Philipp MK, hallo. Du hast mit deinem Freund 10 Stunden Fallout gespielt und ich habe 7-mal Muschiklaus gesehen. Ja, der kommt sehr oft. Aber im Moment ist der nicht mehr draußen. Also, die kamen schon öfter mal, ne? Ja, wir waren auch lange nicht mehr hier bei der... Ja, stimmt. Zuhause. Also ich würde das hier auch noch machen. Wenn wir nächstes Mal Zeit haben, dann setzen wir den doppelten Kranz da auch noch mal rum. Vielleicht lassen wir den dann auf der Seite offen. Auf unserer Eingangsseite, dass wir dann auch einmal so durchrennen können. Aber nee, wir machen den zu, wa? Dann können die auch durchrennen, ist ja doof. Ja, stimmt. Aber wir sollten das machen, dann sieht es wenigstens komplett geil aus, wenn die noch einmal umschlossen ist. So eine extra. Ja, gut, Mauer. Dann machen wir das. So, jetzt holen wir uns den Alligatorkopf. Ja, weißt du, wo das ist? Ja, wir müssen nur zum großen Wasser. Das ist von da aus... Hier, die Richtung. Den will ich noch aufspießen, da. Müssen wir eigentlich ziemlich dicht an die Fischerhütten rankommen.
Also ich finde, der ist mir sehr schnell außer Atem irgendwie. Ja, bei dem Gepäck, der damit rumschleppen muss. Ist das so? Geht das mittlerweile nach Gewicht? Ich weiß gar nicht. Weil ich würde auch sagen, die Kletterachse und so, den Scheiß könnten wir ruhig ins Waffenrack packen, ne? Wenn müssen wir einen Waffenrack hätten. Müssen wir bauen, weil die müssen wir nicht jedes Mal mitschleppen. Dass wir nur die wichtigsten Sachen mitnehmen und ein paar Sachen schon mal ablegen, weißt? Ja. Wie viele Muschikläuse habt ihr denn schon gesehen? Muschikläuse? Ja, genug. Also wirklich viele, in den Höhlen vor allen Dingen. Muschiklaus ist die Spinne, meinst du, ne? Das Spinnenvieh. Wir haben vorhin das Nest gefunden, wo tausende Babys rumlagen. Das war, oh, das war, echt, war kein schöner Anblick. Oh, wir sind am Loch. Genau, jetzt sind wir richtig. Es sieht uns immer magisch zum Loch. Ach nee, ist auch nicht das Loch. Ach, jetzt sind wir hier, alles klar. Folge mir, ich weiß wo lang. Da sind die komischen Container da hinten. Und hier irgendwo in der Nähe war auch die Höhle, wo es zur Dings geht. Moment. Moment. Wo es zur Taucherrüstung geht. Das war sogar... Es war hier an so einem komischen Felsen. Irgendwie ein bisschen höher noch. Muss ich erstmal kurz ausruhen. Ja, das ist genau das mit den... Die Mehrfachfrau. Die für Glück und Befriedigung sorgt. Die man sich gut teilen kann. Ach guck mal, hier ist dieses komische Zeltlager. Dieses Filmlager hier. Hier gab es da auch noch eine Menge zu finden, ne? Weiß gar nicht mehr, was genau. Erst erstmal ein Pilz. Da zieht sich erstmal ein Pilz rein. Ah, hier gibt es auf jeden Fall genug Flares, das ist schon mal gut. Das Lager der Filmcrew, ja. Philipp, danke für deinen Follow, willkommen! A follow. So, und hier in der Nähe war das... Ich gehe einfach mal hier weiter. Also mal gucken, was wir jetzt zuerst finden. Bist du noch hinter mir? Ja. Ist dieser Ententeich? Alter! Ach, da sind wir, das müsste der Ententeich sein. Finden wir nicht mal mehr das Krokodilsding, weißt du? Muschikläuse und Muschiläuse. Galoppelheinz, ja, der ist auch sehr oft schon haben wir den gesehen. Das ist der mit den, der männliche Part dazu, würde ich mal sagen, ne? So der mit den ganz vielen Armen. Nicht mit den ganz vielen Beinen, sondern mit den ganz vielen Armen. Und dann gibt's ja noch die ganz fetten Viecher hier. Diese Cowmans. So, hier vorne ist der große See. Okay. Und hier war das auch... Guck mal hier. Zack. Ich schicke raus ein Ähmchen, Gustav. Ähmchen, Gustav? Ihr habt doch alle Namen dafür. Naja, ich glaube, wir sind hier in der Nähe. Hier geht's rein, da vorne beginnt der Fluss. Okay. Der ist gerade voll ausgerastet. Er rennt mit seinen 3-4 Sklaven rum. Das männliche Teil. Ja, ja, der ist sehr oft schon. Auch hat er uns schon besucht in der Hütte. Der kommt relativ öfter raus. Wo es gefährlich wird, wenn Mutti kommt. Ja. Grüßle, danke für dein Follow. Willkommen. So, jetzt kommen sie alle raus hier wieder, die ganzen Leute. Ja, wir sind richtig hier. Könnte man hier auch nochmal... Wer war das? War hier gerade einer? Nö, also ich habe keinen gesehen. So, und da drüben sind die Fischerhütten, siehst du? Oder sind das diese Dinger? Nee, wir brauchen die anderen Fischerhütten, ne? Großen brauchen wir. Ah, die sind da ganz hinten, glaube ich.
Also der See hier ist auf jeden Fall richtig. Das ist der richtige See. Und wir müssen, glaube ich, nach hinten in die Richtung. Und da sind die Alligatoren. Willkommen im Glück, schon wieder. Hat schon wieder einer getimeoutet hier? Jetzt hat der Nightbot nichts gemacht, ne? Ist er schlafen gegangen schon. Das weibliche Etwas kann springen, ja. Die kann sogar sehr weit springen. Die ist ganz, ganz fieses Stück. Bin der Meinung, wir müssen da hinten in die Ecke rein. Ich weiß es echt nicht. Das ist auch schon ein Weilchen her. Aber jetzt ist wenigstens. Hier sind wir heute Abend. Hier sind wir schon mal lang gegangen vorhin. Aber jetzt ist wenigstens hell. Wir müssen echt aufpassen, weil die Alligatoren sind heftig. Die sieht man auch so schlecht. Ich würde sagen, die sprengen wir dann auch, ne? Bevor wir in den Nahkampf gehen. Ja, also wenn wir einen sitzen sehen, dann sprengen wir das Vieh in den Ich bin erschrocken gerade, Anschi. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei kleiner als drei. Kann ich eigentlich aus so einem Fisch? Vielen Dank, Anschi. Danke für deine Donation. Vielen Dank. Oh. Wie schön. Oh Gott, ein Alligator. Oh. Oh. Da. Ach, da, ich sehe ihn. Oh Gott. Oh Gott. Willst du ihn sprengen? Warte, ich spreng ihn. Bin ich gerade zusammengezuckt, ey. Warte, warte, warte. Bam. Ist er bereit? Der lebt noch, ne? Warte mal, weiß ich nicht. Achtung. Nee, er ist tot. Gut. Hast geschmissen? Nee. Ja, ich hab den Kopf. Ich steck das Dynamit wieder in die Tasche. Wir müssen jetzt aber zurück. Ich will den Kopf, Wir müssen außen rum gehen, durchs Wasser. Habe ich jetzt irgendwie einen geilen Kopf auf? Nein. Schade. Habe ich den Kopf noch? Ja. Ja. Wir dürfen nicht durchs Wasser, sonst ist er weg. Die Spenden machen wir vor, es ist gruselig. Ach Quatsch. Ist doch schön. Kriegt nur mal leichten Herzinfarkt. Aber hier vorne durchs flache Wasser konnte ich gehen, ne? Aber dafür darfst du noch nicht schwimmen. Hab ich mich erschrocken über diesen Alligator, ey. Also sind die doch hier vorne einfach. Müssen wir den nur noch irgendwie heil nach Hause kriegen? Unbedingt. Wer geht schlafen? Moment. Ach, dann gute Nacht, Benny. Bis zum nächsten Mal. Wo bist du? Oh Gott. Ich hab schon wieder kaum Umgebungsgeräusche irgendwie. Ja. So ab und zu wie ist es, das ist synchron. Also ab und zu hauen die mal ab oder so, ne? Es wird schon wieder dunkel, siehst du das? Na komm, nach Hause schaffen wir noch. Dann war es ein erfolgreicher Tag. Ja, einen kleinen Augenblick hast du ja noch, oder nicht? Na ja, um 6 stieg auf. Achso. Sera haut auch ab. Dann schlaf gut, Sera. Ja, so lange machen wir auch nicht mehr. Wie gesagt, der nächste Stream ist dann regulär am Dienstag. Nee, Quatsch. Wir machen das anders nächste Woche. Mittwoch. 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 Merkt euch das. Also ich werde das nochmal auf Facebook schreiben. Ganz wichtig. Immer auf Facebook gucken. Da schreibe ich mir alle aktuellen Sachen hin. Der nächste Stream ist am Mittwoch. Verschieben um einen Tag. Und dann werde ich alleine am Donnerstag nochmal streamen. Oh Gott, hier sind irgendwo große. Ja, da ist er. Ärmchen, oh. Gustav. Rechts Lauf. Von dir. Lauf einfach. Will jetzt nicht, ich kann mich nicht wehren hier. Was für deine Base brauchst du über 500 Holz? Das geht doch noch. Wie viel haben wir sonst mehr gebraucht? Auch ganz viel, ne? Ah, keine 500. Nee? Nee. Okay. Dafür haben wir Steine gebraucht, ja. Steine, genau. Wir haben ja unsere. Ihr habt bestimmt einen Holzwall um eure Base rumgebaut, ne? Macht das nicht. Nimmt Stein. Nimmt Stein.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wäre schon fast wieder runtergefallen jetzt. Diesmal gehe ich hier runter. Das müssen wir uns merken hier irgendwie. Schaffen wir eh nicht, uns zu merken. Ich weiß. Also als Mauer wirklich Stein nehmen, das kriegen die nicht kaputt gekloppt. Also derzeit geht es immer noch nicht, dass sie das kaputt schlagen. Außer man kann es halt selber kaputt schlagen, das ist, das geht. Aber die kriegen es nicht kaputt. Ach, drei Holzmauern und dann kommt Stein. Das ist ja schon ziemlich krass. Man kann auch leicht übertreiben, ne? Ja. Twin King, dann bis zum nächsten Mal. Also quasi bis Mittwoch, Leute. Merkt euch das. Mittwoch ist der nächste Stream, nicht Dienstag. So. Doch, die können das kaputt schlagen. Also haben sie hier noch nicht geschafft. Die Steine haben sie noch nicht kaputt gemacht. Das haben wir jetzt schon in zwei Lagern getestet. Die Steine machen sie nicht kaputt. Ich denke, dass der Dicke das kaputt machen kann, ja. Aber nicht mal hier... Ich wollte gerade sagen, die Flinten-Uschi. Nicht mal die kriegt das kaputt. Ja! Sehr geil. Sieht doch mega aus. Und speichern. Oh, das sieht cool aus. Es fehlen da echt noch die ganzen anderen Köpfe. Das muss noch so eine richtige Challenge sein. Die ganzen Tierköpfe, die wir noch brauchen. Guck mal, wie schön das aussieht. Warte mal, ich will noch wenigstens schnell. Ich baue nochmal fix das Waffenreck hier hin. Wo kriege ich den rein? Mach das. Die paar Minütchen haben wir noch. Damit wir hier ein paar Sachen ablegen können. Der ist noch draußen, das Waffenreck. Ist das draußen hinstellen? Unter der Treppe. Können wir so ein Bett hier hinstellen? Hier so ein Bone Basket können wir uns auch. Da können wir Knochen sammeln. Aber die Knochen packen wir nach drinnen, oder? Ja. Aber das kann ich hier so schön hinmachen. So. Wollen wir das hier in die Ecke machen? Ne, hier ist gut. Warte. Hier. Für die Knochen. Ja. Wie viel braucht man dafür? Sieht aus wie ein kleines Nest. Hier so ein Deerskin brauchen wir auch noch. So zum so ein Fell, was wir uns hinhängen können. Wo waren das jetzt? Das wollte ich nochmal bauen? Achso. Ein Waffenreck. Wo willst du das denn haben? Ja, hier unter der Treppe kannst du das stellen. Da stört es nicht. Nimmt keinen Platz weg. Ach so, ja. Pack das mal so ein bisschen so dahin. Dann haben wir gleich den Scheiß dahinter so ein bisschen weg. Haben wir überhaupt noch Holz? Stämme haben wir noch, aber keine Stöcke. Ich geh schnell welche holen. So, Moment. Jo, alles klar, bis Mittwoch. Wir bauen jetzt auch nur noch das Ding hier, die kleinen Sachen da zu Ende und dann ist hier auch Schicht im Schacht. Hier liegt noch Holz draußen. Hier liegt noch überall Holzstämme rum. Haben wir noch Platz da für unsere dicken Stämme? Einer passt noch rein. Wie viel Holz brauchen wir jetzt noch? Insgesamt 27, ne? Ja. Ist schon geil, das Teil hier. Und damit kannst du echt gut ernten hier. So, ich hab voll. Dunkel. Die waren von dir, als du das Harz haben wolltest? Ach so, ja, stimmt. Cool. Was du dir nicht alles merkst. Übernächste Woche kann ich jedenfalls dabei sein. Da hast du Urlaub. Ja, wir werden eine ganze Weile werden wir streamen. Zur Ferienzeit sowieso. Eigentlich streamen wir ja immer. Also. So, da kannst du was draufpacken schon. Steht irgendwie schief, das Ding.
Ich hab's der Mauer versucht anzupassen, also laut der Mauer ist es gerade dran. Ach, fuck. 17 Stück noch, warte mal, ich renne nochmal schnell hoch. Ah, 17 kriege ich jetzt wohl nicht ganz mit. Ich will dieses komische Knochennest noch fertig haben. Wo war unser Harztopf? Am Baum. Ich sehe den nicht mehr. Echt nicht? Weißt du echt nicht mehr, wo der ist? Nein. Nein. Hier oben, glaube ich. Wo du bist? Nein. Der war hier oben. Weiter links, weiter links, weiter links, weiter links. Ah, ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ja, schön. Boah, ich habe ein bisschen Harz aufgesammelt hier. Oh, ich kriege gleich Besuch. Oh, oh, der Dicke kommt, ne? Ja. Ich brauche unbedingt... Von wo kommt der? Weiß ich nicht, ich bin gerade beim Fleisch aufhängen. Ich bin ein Perfektionist, ja, ja, das ist ganz schlimm. Jetzt gehe ich mal auf den Turm hoch und guck mal. Achso, hier links kommt er. Den normalen Weg runter. Oh, wie süß. Ärmchen ist das. Mit seinen vier Kumpels. Oha. Oh, guck mal, wie viele Knochen das sind. Jawoll. Wollte jetzt erst Dynamit schmeißen, aber ich würde gerne unsere Basis abfackeln. Und die Leichen könnten wir eigentlich noch verbrennen, oder? Ja. Unsere Knochenrüstung. Ja, eben, guck mal, das sind ja noch viele. Ist ja noch ein Haufen Leute, sind das ja. Nein! Wo ist der denn hingeflogen? Oh, jetzt hauen die ab, weißt du? Wie viel der aushält, ne? Jawoll. Für jedes Ärmchen ein Fläschchen. Für jedes Ärmchen ein Fläschchen, ja. Oh, Depp. Ist der kaputt? Ich hab daneben geschmissen. Müssen wir erstmal wieder ein paar Cocktails machen hier. Die anderen sind alle tot, ne? Ja. Warte mal, den krieg ich. Hau ich ihn jetzt an die Birne. Müsste aber gleich K.O. sein, ja. Aber du ihn auch nochmal einen an die Birne. Erlebt. Ist er immer noch da? Guck mal, jetzt hauen wir hier unsere Sachen kaputt. Muss wieder auf die andere Seite ran. Oh nein, Mutti kommt. Scheiße. Jetzt kriegen wir die da nicht ab, weg, ne? Ab auf dem anderen Turm. Hier ist Mutti. Ich glaube, Mutti, ich kümmere mich um Mutti, warte mal. Ich glaube, die kann hier hochspringen. Sie rennt brennend los. Mutti rennt los. Oh ja, er zerstört unseren Turm. Echt? Aber er ist tot. Gut. Kannst du den reparieren, den Turm? Ja, ne? Nee, ich habe kein Herz. Dann geh mal hier und kümmere dich um Mutti. Ich mach den Turm heile. Aber wir müssen unbedingt... Wir müssen da doch noch eine Mauer langziehen. Die zweite Mauer ziehen, ja. Und den Turm kommt da ran. Oh, Tom ist wieder heile. Mutti muss brennend irgendwo da noch rumrennen. Alter, sind hier viele. Wir brauchen die Knochen. Es sind tausende Knochen. Mutti ist weg. Mutti ist weg, ich geh raus. Gut, wir müssen die ganzen Leichen aufsammeln jetzt.
Hast du ihn? Damit hat er nicht gerechnet. Ja. Wo ist der andere Kasper? Ja, nimm den gleich mit, genau. Muss noch Feuer machen. Ja. Der ist auch K.O. Haben wir nicht hier noch so ein Glibbervieh? Ich pack das mal wieder hier ins Wasser rein. Und lassen den draußen als Warnung. Genau, wir bauen da noch eine Steinwall auf jeden Fall. Beim nächsten Mal bauen wir da noch eine Steinwall hin. Also quasi diese doppelte. Wo die großen Viecher dann nicht rüberkommen. Ja, nächsten Leichen holen. Also das gleiche Prinzip, wie wir schon haben hier. Hier so ran, ne? Ja. Kloppen wir hier diese eine kleine Zwischenwand weg und. Ja. Weiter. Ja, du hast das so wie du beim letzten Mal gemacht hast. Das war ganz cool. Oh, hier liegen Knochen ganz viele unten. Liegen schon Knochen? Also sind schon durchverbrannt, ne? Ja. Die kannst du ja eigentlich in unseren Knochen-Dings packen. So, zack. Jetzt komme ich da wieder nicht hoch, Alter. Aber das Knochenteil ist noch nicht fertig. Schade. Na komm. So. Aber meine Rüstung ist fertig. Dann kann ich, glaube ich, gar keine Knochenrüstung mehr machen, oder? Meine Rüstung ist noch nicht fertig. Bist du schon fertig, echt? Ja. Du sammel mal bitte noch ein paar Stöcke. Ich habe jetzt erstmal gerade noch eine Leiche im Gepäck. Muss weil, meine Rüstung auch noch fertig kriegen. Weil ich will nicht, dass die Knochen denn despawnen. Ich will die da ins Dings packen. Ja, wir machen auch gleich Schluss, Leute. Ich will nur das eine Teil noch fertig machen, ja. Das will ich noch unbedingt fertig kriegen. Na los, komm. Zack, zack, zack. Weil die Knochen wollen wir natürlich auch behalten, die wir jetzt fabrizieren. Oh, ich bin noch nicht fertig. Also alle, die jetzt schlafen gehen, schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Und ein schönes Wochenende auf jeden Fall. Ja, sauf gut so viel. Komme ich hier schon wieder nicht hoch. Das Wochenende. Wochenende. Saufen. Nee, nee. Oh, einer noch. Ein Stick noch. Hast du nicht noch einen Stick hier irgendwo? Jetzt bin ich voll. Das sieht aber geil aus. Mega, Alter. Ah, du hast keinen Helm. Auch. Wir brauchen einen Stick. Ein Stick noch. Geh mal schnell holen. Ein Stick, Alter. Boah. Ferien sind cool, oder? Ich weiß zwar nicht mehr, was das ist, aber sie sind cool. Es wird sogar schon wieder hell hier, geil. Oh. Du hast ja immer Ferien. Ich hab immer Ferien, eher wieder, Alter. Kann ich den jetzt auch einfach anziehen? Ich mach einfach mal mein Knochenteil fertig hier. Die Knochen hab ich gar nicht, das ist schon wieder alle aufgesammelt. Liegen draußen nicht noch Leichen rum? Oder hast du alle verbrannt? Alle verbrannt. Wirklich alle? Ja. Ne, hier liegt nur noch einer. Das waren etliche, das waren unzählige Leichen. Also bis nächste Woche und Martin macht nicht mehr so lange. Knoti muss auch gleich wieder aufstehen. Ja, genau, es ist eh Schluss jetzt hier. Will die hier noch verbrennen schnell. Hast du das Ding fertig, ja? Ja, ist alles fertig. Medizinschränkchen ist auch wieder aufgefüllt. Das ist doch schön. Das hat sich echt gelohnt hier heute, ne? Ja. Also wir haben richtig was gerissen. Alles ist voll, alles ist gut gefüllt, wir sind gut ausgerüstet. Wir haben unser kleines Nestchen. Das könnte man auch als Toilette nutzen, oder? Guck mal. Da kann man guten Haufen reinmachen. Ja. Du siehst übel krass aus, Alter.
Sieht schon sehr cool aus. Wieso hast du keine Maske? Weiß ich nicht. Weil ich nicht genug Knochenrüstung habe. Will, dass du eine Maske hast. Ja, aber die kann ich mir jetzt, glaube ich, nicht mehr bauen. Weiß ich nicht. Warum nicht? Nee, ich kann hier nichts mehr aufsammeln. Kann mir die... Doch, jetzt hast du die Maske. Ja? Jetzt hast du sie auf, ja. Cool. Echt? Ja, mit dem Feuerzeug in der Hand sieht das schon cool aus. Jetzt habe ich auch die Maske, sehr gut. Gut, Leute, dann... Ich bin jetzt out. Genau. Wir haben viel geschafft heute. Gespeichert hast du, ja? Ja, habe ich. Die Rüstung ist der Hammer, auf jeden Fall. So, ich gehe jetzt auch raus. Oh, Moment. Zack. Bam. Und Exit to Windows. Es ist Zeit. Wir haben ein bisschen überzogen. Ja, eine Viertelstunde diesmal. Ist okay. Wie gesagt, nächste Woche Mittwoch der Stream. 23 bis 1 Uhr. Dann Donnerstag nochmal ich alleine. Und darauf dann ganz viele Wochen mit dem Knötchen zusammen, ne? Ja. Passt ja ganz gut. Ferienzeit, dann passt das sehr gut. Schönen Tag noch, ja. Werd jetzt auch gleich ins Bett hüpfen. Ja. Ja, ich auch. Also einen Augenblick mache ich noch. Ich lieg schon fast. Und dann gehe ich schlafen. Danke, dass ihr alle da gewesen seid. Danke an die ganzen Donations. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Dann die ganzen neuen Leute, die heute hier gewesen sind. Schön. Ja. Richtig, richtig geil. Wir wachsen. Okay, dann wünsche ich allen eine gute Nacht, ein schönes Wochenende. Wie gesagt, sauft nicht so viel. Und dann bis Mittwoch. Ja. Wer nicht warten kann, guckt auf meinem YouTube-Kanal. Da bringe ich jeden Tag ein Video raus. Boah. Ich darf Werbung machen für mich selbst. Oh, gut. Das war ja Martin und der General von Knotencode. Jo, tschüss. Tschüss.